Besten Dank für die freundlichen Einführungsworte. Was ich vielleicht dazu sagen wollte, sollte vielleicht was wirklich Aktuelles. Ich bin dieser Götz-Werner-Professor seit 1.6. Also ganz neu, ne, die ganze Geschichte. Ja. Und es ist vielleicht ungewöhnlich, dass ein Ökonom dazu noch ein Ordnungspolitiker, und ich habe hier jetzt auch noch den Fehler gemacht, soziale Marktwirtschaft draufzuschreiben. Da zucken ja erstmal alle zusammen und denken, jetzt kommt was Alt-Hardcore-Order-Liberales. Da werde ich Sie in der Hinsicht enttäuschen müssen, dass ich glaube, dass die richtig ordoliberale Sicht ein bedingungsloses Grundeinkommen unabwendbar macht. Ja? Und das, was er gerade eben erzählt hat, das hat mich auch unter anderem auch zum bedingungslosen Grundeinkommen geführt, dass ich mich seit Jahren, und zwar in systematischer, analytischer Weise als Ökonom, aber eben als interdisziplinär auch offener Ökonom mit Fragen der Machtverteilung beschäftige, mit Fragen von sozialen Konflikten und insbesondere glaube ich als Ökonom, da bin ich eindeutig in der Minderheit, dass das Kriterium der sozialen Gerechtigkeit in kollektiven Entscheidungsfindungsprozessen, also auch in Demokratie und parlamentarischen Entscheidungsprozessen, mindestens so wichtig ist wie das der Effizienz, wenn nicht sogar wichtiger. Und da habe ich zum Beispiel Experimente dazu, da werde ich heute leider sehr wenig drüber berichten, weil Herr Franzmann ja schon schön am Anfang geschrieben hat, dass man empirisch noch gar kein, dass es empirisch noch gar kein so Gemeinwesen gegeben hat und man deswegen ja Pilotprojekte macht. Was höchst interessant ist, überlegen Sie sich mal, zu welcher Sozialstaatsreformer Pilotprojekte gemacht hat. Ne? Also das schon allein das zeigt, da muss was Besonderes dran sein. Ne? Ganz egal, ob jetzt die Pilotprojekte richtig oder richtungsweisend so ausgerichtet waren. Zum Beispiel in Finnland waren sie es nicht, dass man eigentlich gar kein BGE getestet hat, ne? Sondern nur so eine partielle Zahlung an Arbeitslose. Da können Sie natürlich nicht testen, ab welchem Moment würde denn jemand, der verdient, aussteigen oder umsteigen oder sich anders ausbilden. All die Fragen des BGEs fehlen ja völlig. Deswegen ist kein Wunder, dass man aus dem Pilotprojekt nicht so viel gelernt hat. Ich werde aber nachher kurz dazu sagen, man hat ja doch was gelernt hinsichtlich des Aspektes Gesundheit. Ja. Aber das Interessante ist, ich bin aufs BGE wieder gekommen. Ich war früher ein Freund der negativen Einkommensteuer als Student, weil ich mich immer gefragt habe, warum macht man in einer Gesellschaft nicht so was Einfaches? Bis ich dann halt dahinter gekommen bin, das wollen ja die Politiker nicht, das sehen Sie ja heute. Die wollen ganz spezifischen Gruppen immer Sozialleistungen zuschustern. Also mal 480 für die Familie, mal Mindestlohn für Niedriglöhner und was so alles zusammenpasst. Ne? Da kann man Leute sichtbar alimentieren. Das können sie natürlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht. Ja? Deswegen haben sie natürlich da politische Durchsetzungsprobleme, obwohl ich, werden Sie ja feststellen, dann versuchen werde zu argumentieren, dass ja gerade die Transparenz des Systems das ist, was den Bürger eigentlich daran interessieren sollte, weil er nämlich seine Politiker dann ganz gut kontrollieren kann über ein paar Parameter, wie der Sozialstaat läuft. Ne? Weil Sie haben ja die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens, dann fragen Sie sich noch, wie wird es finanziert? Ne? Wenn Sie zum Beispiel so eine Flat Tax nehmen oder eine Mehrwertsteuer, dann ist das ein ganz einfaches Finanzierungssystem und Sie können sehr schnell Rückschlüsse ziehen. Haben wir genug Geld? Haben wir nicht genug Geld? Hat das BGE die richtige Höhe? Es gibt nur so, und wie sieht der Steuersatz aus? Es gibt nur ein paar Parameter, die Sie anpassen können. Und das gefällt natürlich den Sozialpolitikern nicht, weil damit können sie keine Gruppen mehr alimentieren. Ne? So, das mal als Vorsage, bevor ich mit meinem eigentlichen Vortrag anfange. Vielleicht noch das, wofür ich auch Geld bekommen habe. Wir machen in Freiburg Experimente. Das werde ich heute, wie gesagt, nur kurz ansagen. Und zwar computergestützte Experimente, zum Beispiel zu Verteilungsschemen. Ich bin, da kommt der nächste Aspekt dazu, ausgebildeter Sozialvertragstheoretiker und komme von der Sozialvertragstheorie. Also wie leitet eine Gesellschaft für sich gute und faire Regeln ab? Ne? Kam von der Sozialvertragstheorie dann darauf, mal Verteilungsschemen zu testen. Im Sozialvertrag, vielleicht kennt jemand von Ihnen die rawlsianische Idee, da führt man Individuen, das kann man in einem computergestützten Experiment sehr gut machen.
führt man die Individuen in ein System ein, wo sie nicht wissen, wer sie in der Zukunft sein werden. Das wird ihnen zum Beispiel zugelost oder danach können sie ein Würfelspiel spielen und wer gewinnt, hat dann halt nachher die bessere Position. Und da kann man dann schauen, welche Verteilungsschemata Individuen wählen, auf was die sich einigen. Die können sich dann im Chatroom auf ein Verteilungsschema einigen, wo es dann einen gesellschaftlichen Grundkonsens gibt, hinter diesem Schleier, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Das kann man simulieren und dann rauskriegen, was eine faire Regel ist. Also man kann Rawls testen, weil ja alle Leute immer gesagt haben, das ist so artifiziell. Man kann das im Experiment testen. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich diese Vertragsschemas teste, kam mit seltsamer Penetranz immer eine von zwei Versionen des bedingungslosen Grundeinkommens raus. Und dann, das war ab 2010 etwa. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich das mal intensiver beforschen. Das kann ja kein Zufall sein, dass Studierende völlig unterschiedlicher Fächer immer BGE wählen. In der einen Variante haben sie sich mehr um die Verteilung gekümmert, also ungleichheitsaversere Version gewählt und mal war ihnen Ungleichheit nicht so wichtig. Das war der einzige Unterschied. Aber wenn man sie nachher befragt hat, haben sie immer gesagt, wir wollen eigentlich erstmal für jede Position in der Gesellschaft eine grundsätzliche Absicherung, auf deren Basis wir dann zum Beispiel das Marktspiel betreiben. Also das Argument BGE zuerst und dann Markt. Und nicht umgekehrt, so wie wir es ja heute eigentlich kennengelernt haben, die Marktwirtschaft muss das BGE erwirtschaften. Und dann bin ich wirklich bei der Grundeinstellung, habe ich mal gedacht, jetzt muss ich das mal genauer beforschen und das mache ich seit ein paar Jahren und bin inzwischen der Überzeugung, dass das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich das Einzige ist, und das werde ich heute auch versuchen zu zeigen, was in der Zukunft den Namen soziale Marktwirtschaft, deswegen hier auch soziale Marktwirtschaft 4.0, unter den zukünftigen Anpassungen, die es durch Digitalisierung und was weiß ich was gibt, eigentlich nur noch tragen darf. Also wenn man den Begriff soziale Marktwirtschaft beibehalten will, mit seinem freiheitlichen Impetus für Individuen als auch der Absicherungsstrategie, dann kann man eigentlich nur ein BGE wollen. Sonst will man keine soziale Marktwirtschaft mehr. So, jetzt muss ich mal gucken, hier steht es gerade, woran das liegt. Jetzt, so. Also die Grundidee des BGEs, nehme ich mal an, brauche ich Ihnen nicht mehr erklären. Gibt es hier jemanden, der die Grundidee erklärt haben will? Ja? Weil dann werde ich mich darüber kurz fassen. Dann werde ich ein Grundmodell zeigen. Da habe ich ein paar Sachen eingebaut, die haben auch schon andere Denker reflektiert. Ich habe die aber für mich versucht, in systematischen Zusammenhang zu bringen. Dann auch darzustellen, welche Reformstrategien es gibt und welche Chancen die haben. Und gehe dann kurz, weil Sie werden überrascht sein, für mich als Ökonom spielt die Finanzierungsfrage gar keine so große Rolle. Warum? Weil ein gut ausgebildeter Ökonom lernt eins viel besser als alle anderen. Und es ist erschreckend, dass meine Kollegen von der Ökonomie das nicht anbieten. Nämlich, sie lernen, Buch zu halten. Es gibt die staatliche Budgetrestriktion, die sagt, es kann nicht mehr ausgegeben werden, als eingenommen wird. Und wenn sie das in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen, dann ist ein BGE finanzierbar. Die Frage ist nur, in welcher Höhe. Aber sie können nicht von vornherein sagen, ein BGE in einer bestimmten Höhe ist nicht finanzierbar. Dann müssen sie die staatliche Budgetrestriktion erstmal überprüfen. Das macht eigentlich kaum einer, sondern werden wilde Hypothesen getätigt. Dazu werde ich auch kurz was zeigen. Wenn ich eine wilde Hypothese von der Initiative Soziale Marktwirtschaft übernehme und dann eine wilde Hypothese von uns aus der Basic Income Research Group dagegen stelle, dann verändern sich die Zahlen fatal. So, dann BGE als sozialstaatliche Chance im digitalen Zeitalter. Da habe ich zwei Argumentationen, Neuverteilung von Arbeit und Freizeit, da fällt das T. Das sind hauptsächlich Argumente der Gerechtigkeit. Und dann kommt mein Argument, ja, ich bin ja von Haus aus Ordoliberaler, das hört sich ja immer so konservativ an, ist auch im Grundkonzept nicht ganz falsch. Ich interpretiere das aber anders, weil in dem ordoliberalen Konzept, wie es eigentlich heute vertreten wird, auch im Sachverständigenrat und so weiter, da wird eigentlich die Freiheit zu selbstbestimmter Arbeit und zu selbstbestimmter Freizeit gar nicht groß hinterfragt. Die will ich da mal genauer hinterfragen. Und dann komme ich zu einem anderen Begriff der Freiheit. Und dann ist das, was freiheitliche Ordnung oder Wirtschaftsordnung oder Gesellschaftsordnung betrifft,
eine ganz andere Fragestellung und das, was, wie Sie Ordoliberalismus definieren, was ganz anderes. Deswegen nenne ich das auch neuen Ordoliberalismus. Dann werde ich kurz auf BGE und Sozialstaatssystem eingehen und ein paar Schlussfolgerungen zu meinem neuen, zu meiner Idee des neuen Ordoliberalismus machen. Also wenn Sie jetzt die Hoffnung gehabt haben, es steht hier ein Hardcore-Ökonom, der Ihnen zeigt, es ist nicht finanzierbar, die Individuen werden nur faul und so weiter, dann muss ich Sie leider enttäuschen, weil ich habe genau andere Argumente. Okay, ja, das weiß ich ja nicht. Ne? Wir leben ja in einer pluralen Welt, da muss man sich ja alle Argumente mal anhören. Ich kenne die Argumente ja auch, ich werde versuchen, sie zu erschüttern, weil ich sage, sie bauen auf falschen modellmäßigen Überlegungen im Kopf im Sinne von Annahmen, bauen auf falschen Annahmen auf. Also ganz kurz, die Grundidee des BGE, jeder kriegt es, ganz unabhängig von seinem sozialen Status. Es ist egal, ob man Arbeitnehmer, Sozialselbstständiger ist, Großinvestor, Arbeitsloser, Kind, Rentner, da gibt es schon immer Schwierigkeiten. Warum steht der Großinvestor drin? Ne, das haben mich interessanterweise vor allem viele Grüne jetzt in Baden-Württemberg gefragt. Man sollte doch eher eine negative Einkommensteuer nehmen, weil dann wird an den Oberen nicht ausgezahlt. Warum muss der überhaupt eine Zahlung kriegen? Ja? Und da habe ich mal gegen argumentiert und habe gesagt, die negativ, kennt jemand von Ihnen die negative Einkommensteuer? Das ist eigentlich eine Nettoverrechnung des bedingungslosen Grundeinkommens, hat den Vorteil, dass der Haushalt viel kleiner ist. Das heißt also, Sie haben im Prinzip Recht auf das Grundeinkommen, aber sobald Sie Markteinkommen dazu verdienen, wird es besteuert und diese Steuer wird netto mit dem Transfer verrechnet. Und umso mehr Sie verdienen, desto höher ist Ihre Steuer, desto mehr wird von dem Grundeinkommen weggenommen und irgendwann mal sind Sie kein Nettoempfänger mehr, sondern ein Nettozahler. So. Und da ganz kurz dazu, die Diskussion kennen Sie ja auch von der Europäischen Union, Nettoempfänger versus Nettozahler. Da sage ich nur Mantau, das gibt wieder eine Zweiklassengesellschaft, die Nettozahler ärgern sich, dass sie die Nettoempfänger mit durchfüttern müssen, ne, und die Nettoempfänger fühlen sich stigmatisiert, ja, weil sie den anderen auf der Tasche liegen sozusagen. Beim bedingungslosen Grundeinkommen, so primitiv das sich anhört, fällt dieses Argument weg, weil man kann zu dem Reicheren sagen, du kriegst ja auch was. Was auch immer du damit machst, du kriegst auch was. Du kannst nicht gegen uns stigmatisieren, du kriegst die gleiche Zahlung. Ja, also du bist zwar auch vielleicht netto dann ein Zahler, du zahlst aber auch für viele andere Sachen, öffentliche Güter und so weiter mit. Dieses Stigmatisierungsargument ist weg. Deswegen werde ich mich heute auch nicht, wie es Ökonomen so gern tun, die eigentlich das BGE gar nicht kennen, kommen dann immer mit der negativen Einkommensteuer. Die mag ich schon auch, aber das liegt daran, dass die das Modell rechnerisch beherrschen. Also ich will mich schon dem BGE nähern. Sie sehen, hier unten habe ich auch, das habe ich mal später gemacht, das Ausschlusskriterium für den Bezug von BGE, das ist eigentlich die kritische Sache, nämlich wer ist anspruchsberechtigt. Das diskutieren wir gerade bei der Grundrente. Es ist kein Zufall, dass das Institut der Deutschen, das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft und auch die, wie heißt es nochmal, Initiative Soziale Marktwirtschaft, als die Idee mit der Grundrente aufkam, Veröffentlichungen dazu gemacht haben, ja, wie schlecht das bedingungslose Grundeinkommen ist. Die haben natürlich gemerkt, wenn die Bedürftigkeitsprüfung fällt, dann haben sie einen Einstieg in die Diskussion zum bedingungslosen Grundeinkommen. Warum? Die Anspruchsberechtigung bei der Grundrente heißt, sie müssen 35 Jahre arbeiten. So, und dann diskutiere ich mal mit, warum reichen nicht 20? Warum reichen nicht 10? Warum reichen nicht 5? Warum reichen nicht 0? Darüber kann man da mal diskutieren, ne? Genauso wie man ja diskutieren kann mit der Argumentation, die ich heute auch weglasse. Ich hoffe, Sie sind darüber nicht enttäuscht, das Argument mit der Zuwanderung. Ne? Da gibt es viele Ideen, dass man sagt, BGE beziehen kann man nach 5 Jahren. Da kann man feststellen, wer im Sinne der Integration Bürger ist. Also kriegen Zuwanderer das nicht sofort. Ist in Europa ein bisschen ein Problem, weil Sie wissen, Sie haben ja Freizügigkeit und sollen in jedes Sozialsystem gleich einwandern können. Wenn das aber alle Europäer zusammen machen auf ihr Sozialsystem, dann geht es wiederum. Also man kann das auch in Europa lösen, weil es ja auch immer Leute gibt, die sagen, aber in Europa führt es ja dazu, dass alle nach Deutschland kommen. Da kann man schon Sperren einbauen, ob man die will oder nicht, muss man diskutieren, aber da kann man Sperren einbauen über die Frage, wer ist anspruchsberechtigt. So, Sie haben bestimmt auch gelernt, es gibt 2 Arten von bedingungslosem Grundeinkommen. Das, was man sich eigentlich
als richtiger Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens sowohl dem Grunde, Grund ist, wer ist anspruchsberechtigt, der Grund ist nicht mehr, wer ist bedürftig. Ne? Bedürftigkeitsprüfung fällt weg, wie bei der Grundrente, die fällt weg, sondern wer ist anspruchsberechtigt. Das ist dem Grunde nach und dann gibt es noch die Frage der Höhe nach. Da gibt es zwei Systeme, ich fange mal mit dem unteren an. Das ist das partielle bedingungslose Grundeinkommen. Und das partielle bedingungslose Grundeinkommen, das war von Friedman, also eher auf der konservativen Seite mal entwickelt worden. Das passt zur klassischen, neoklassischen Arbeitsmarktlogik. Sie zahlen also nicht die volle Partizipation aus oder sie zahlen auch nicht die volle Grundsicherung aus, also zum Beispiel nicht das Existenzminimum mit der Argumentation. Wir wollen Arbeitsanreize lassen, Friedman nennt es die Armutslücke, der nennt es sogar die Armutslücke, ne? Damit sie den Anreiz und die Not haben, also das ist zumutbar, ne? Zumutbarkeitsprüfung, dass sie die Not haben, dazu zu verdienen, ne? Um aufs Existenzminimum zu kommen. Das war die amerikanische Idee. Ich wette auch, weil man den Nixon immer so schön als Beispiel bringt, das war ja auch ein konservativer Knochen, der hätte das als Family Assistance eingeführt, also ein System, wo die Familie höchstens auf dem Existenzminimum ist. Das stellt sich Atkinson, by the way, ein linker Ökonom, der hat, nachdem er sich eigentlich fürs totale bedingungslose Grundeinkommen lang eingesetzt hat, auch für ein partielles bedingungsloses Grundeinkommen dann eingesetzt. Der hat allerdings ein anderes Argument, das sehen Sie hier, das ist ein Reformargument. Er sagt, wir brauchen vielleicht eine Übergangsphase, wo man einen niedrigen Betrag einführt, den man dann immer mehr aufstocken kann. Das hat, wie alle Gradualismus, siehe Frau Merkel, ist ja eine Gradualismus-Expertin, Schritt für Schritt, hat den Vorteil, dass man es vielleicht leichter einführen kann, weil es leichter finanzierbar ist oder mehr Leute zustimmen können oder die Friedman-Anhänger auch zustimmen können, hat aber den Nachteil, dass sie es vielleicht nie erhöhen. Ja, dann sind sie also in dem partiellen Trepp plötzlich drin. Ja? So, das war eine Idee von Atkinson, der hat es auch Participation Income genannt und daraus haben ja dann Müller und andere in Berlin das solidarische Bürgergeld genannt, wo man gesagt hat, du musst an der öffentlichen Leistungserstellung, Gemeinnützigkeit oder sowas, teilnehmen, partizipieren, ja, dann kriegst du das solidarische Bürgergeld. Also man muss was Solidarisches machen. Kritischer Punkt da, ob sie denjenigen durch Druck in die Privatwirtschaft reindrücken oder in die öffentliche Wirtschaft, das ist immer noch ein Drucksystem. Ne? Also wie Hartz IV, da ändern sie eigentlich nicht so viel. Ich werde das noch besprechen unter der Argumentation, ob das nicht trotzdem ein möglicher Reformansatz wäre. Das zweite ist das totale oder das umfassende bedingungslose Grundeinkommen. Da ist eigentlich die deutliche Mehrheit der Grundeinkommensanhänger drin. Das ist das, was man in Deutschland diskutiert, ab einer Höhe etwa von 1.000 Euro. Manche sagen auch 1.500 Euro. Manche, zum Beispiel die, die den Pfändungsfreibetrag nehmen, sagen 1.290 Euro. Da ist das Argument dahinter, dass das ein partizipatives sein soll. Also mit anderen Worten, sie sollen grundausgestattet werden, um an den wesentlichen Geschehen der Gesellschaft teilhaben zu können. Ne? So, das untere ist eher orientiert an der Idee des Existenzminimums und wenn man das jetzt arbeitswissenschaftlich oder armutswissenschaftlich sehen will, am absoluten Armutsbegriff. Die Partizipationsidee, die ist eher orientiert am relativen Armutsbegriff. Also mit anderen Worten, wie steht die Gesellschaft insgesamt da? Es ist völlig klar, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie es zum Beispiel in Namibia mal eingeführt worden ist, andere Höhen braucht, um Partizipation in der Gesellschaft zu ermöglichen wie bei uns. Das ist überhaupt keine Frage, ne? Weil bei uns entsteht ja relative Armut in Anführungszeichen aufgrund der Basis, was die anderen so verdienen, ne? Wie der Abstand dazu ist, ob man tatsächlich in der Gesellschaft partizipieren kann. Der relative Armutsbegriff, auch statistisch, deckt die Partizipation nicht vollständig ab, aber er zeigt, weil Partizipation ist meiner Meinung nach etwas höher, es zeigt aber, dass Partizipation immer bezogen auf eine wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist, auf den Durchschnitt oder auf 60% oder wie auch immer. Ne? Also wann Sie partizipieren können, damit brauchen Sie ein ganz anderes Maß wie für das bedingungslose Grundeinkommen. So, die eigenen Forschungsaktivitäten hatte ich
Ihnen ja gerade eben schon genannt, wie ich auf das bedingungslose Grundeinkommen gekommen bin und habe dann interessanterweise immer mehr, vor allem interdisziplinäre Facetten entdeckt. Jetzt will ich mit Ihnen in mein Grundmodell einsteigen, der sogenannten normativen Ansprüche. Ich bin als Ordoliberaler von Haus aus, gehöre ich einer kleinen Minderheit von Ökonomen an, die hinterfragen die Normen, die in der Wissenschaft da sind. Ja, also zum Beispiel der Standardökonom setzt eigentlich immer das Kriterium der Effizienz an. Ne? Also der Zustand, der effizient ist, ist der beste Zustand. Das Effizienzkriterium selbst wird gar nicht hinterfragt. Als normativer Ökonom fragen Sie sich, welche Normen will sich eigentlich eine Gesellschaft selber setzen? Sehen, das ist ganz ähnlich wie das Sozialvertragsexperiment, wo ich die Individuen entscheiden lasse in dem Experiment, welche Norm würden sie sich selber geben? Sie finden Konsens darüber, wenn sie jetzt nicht wissen, ob sie in der Zukunft arm, reich, mittel oder wie was ich auch immer sind. Ne? Das ist also die Idee der Betrachtung aus einem neutralen Punkt heraus. Und dann stellt man natürlich fest, dass sich in dem Grundmodell, und da ist das BGE enorm wichtig, ein entscheidender Paradigmenwechsel in der Arbeits- und Sozialpolitik vollziehen muss, wenn man die Argumente, die ich jetzt ganz grob skizzieren will, die mir als erstes am Herzen liegen, mal übernimmt. So, das Grundmodell der sozialpolitischen Ansatzpunkte, das ist bei mir der Status quo, das ist Hartz IV und im Verhältnis dazu auch das solidarische Grundeinkommen. Ich hoffe, die Grafik ist hier verteilt worden. Sie können sie aber auch an der Tafel einigermaßen gut nachvollziehen. Also Hartz IV sehen Sie links unten. Das ist das sogenannte Workfare-System. Das Workfare-System, das ist das, was wir heute haben, zeichnet sich durch sozusagen starke Anreize, ich würde das ein Drucksystem nennen, und Zwang aus zu Erwerbsarbeitseingliederung. Also jeder soll eigentlich Erwerbsarbeit machen. Ne? Erwerbsarbeit heißt bezahlte Arbeit. Ne? Und das heißt automatisch, wenn Sie dem Druck ausgesetzt sind, dass in der Regel nur ein kleiner Bestandteil der Gesellschaft selbstständig und selbstbestimmte Arbeit macht, sondern die meisten werden durch starke monetäre Hebel bei Hartz IV, das versucht man jedenfalls, sollen die reingedrückt werden in fremdbestimmte Arbeit. Also dass sie Zumutbarkeitskriterium kommen dazu, dass ihnen zumutbar ist, dass sie die und die und die Arbeit übernehmen. Ja, und dann sollen sie das gefälligst auch machen. Also deswegen auch Druck und Zwang. Und Sie sehen dann da unten, das ist das Entscheidende, es geht weitgehend um fremdbestimmtes Erwerbseinkommen und damit zusammenhängend der Eigentums- und Verfügungsrechtsbegriff, der ist ja insbesondere bei Liberalen und auch bei Konservativen sehr wichtig. Warum? Weil sie ja nur über Eigentum freiwillig tauschen können. Das ist ein wesentliches Argument der Standardökonomik. Daraus entwickelt sich die sogenannte Konsumentensouveränität, die Sie vielleicht schon mal gehört haben. Die steht hier drunter als Konsumentensouveränität 1. Also das Argument ist, durch das, dass Sie fremdbestimmt Arbeit, durch fremdbestimmte Erwerbsarbeit sich Einkommen erwirtschaften können, haben Sie die Souveränität, die Freiheit, Konsumgüter zu kaufen. Das ist so in etwa, also aus einem Drucksystem kommt erst Ihre Freiheit. So einfach ist die Überlegung hier. Und dann sehen Sie den nächsten Fall, da aus dem System kommt die Idee mit Bruttoinlandsprodukt, weil wir ja nur Erwerbsarbeit beurteilen in unserer Gesellschaft, dann dementsprechend den monetären Wert daraus. Wenn man den aufsummiert, ist das das Bruttoinlandsprodukt. Und da haben Sie dann Bruttoinlandsproduktwachstum. Das ist also, daraus kommt auch die Erwerbsarbeits-Bruttoinlandsprodukt Wachstumslogik in der Privatwirtschaft und die führt wiederum dazu, wie in einem Kreis, dass sie wieder mehr konsumieren müssen. Sie müssen also wieder fremdbestimmt mehr arbeiten, damit sie wieder die Konsumentensouveränität haben und sie wieder mehr Güter kaufen können. Ne? So ist so ganz grob mal vom Arbeitsdrucksystem die Logik, die wir haben. Und die passt eigentlich zu dem auch die meisten Menschen, so bin auch ich sozialisiert worden, ne? Meine Oma hat zu mir gesagt, wenn du fertig bist mit dem Studium, dann gehst du zum Daimler und schaffst etwas.
Das war für sie völlig klar, dass ich fremdbestimmt arbeiten und dabei möglichst erfolgreich arbeiten soll. Ganz egal, ob die Arbeit mir gefällt oder nicht. Die Einkommenserzielung und die Erwerbsarbeitseingliederung, die betrifft den sozialen Status und die Partizipationsoption. So, das Modell vom Herrn Müller, das sehen Sie dann rechts. Das ist das solidarische Grundeinkommen. Das nenne ich jetzt mal Workfare 2. Das ist ziemlich ähnlich, weil da kriegen Sie die Geldansprüche, jetzt mal ganz grob ausgedrückt, erst, wenn Sie sich an der gemeinnützigen Arbeit, an der öffentlichen Wirtschaft beteiligen. Also auch das ist eine Art von Drucksystem. Ne? Also erst wenn Sie da partizipieren, zeigen Sie sich eigentlich mit der Gesellschaft, indem Sie gemeinnützige Arbeit übernehmen, solidarisch. Und dadurch kriegen Sie auch das Geld. Klar? So, das ist also auch wieder eine Erwerbsarbeitsfrage, weil Ihr Entgelt statt bei Hartz IV eben von Ihrer Bereitschaft oder von Ihrer Arbeit im gemeinnützigen Bereich abhängig ist. Ne? Klar, also Sie sind weiter eigentlich im Erwerbsarbeitsdenken. Das ist eigentlich ganz interessant, aber das Modell bringt eins dem bedingungslosen Grundeinkommen näher. Deswegen diskutiere ich das auch immer wieder, ob das ein erster Schritt ist zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil plötzlich Gemeinnützigkeit mit wieder im Fokus steht. Also eine Arbeit, die, wie Sie ja heute wissen, in der Regel nicht besonders entlohnt wird, ne? Sondern man geht ja da, das wissen Sie ja in der Gesellschaft, von Volunteerism aus. Also das machen Sie freiwillig, das machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit, ja? Auch wenn man das eigentlich unentgeltliche Arbeit nennen kann. Also da wird eigentlich schon Arbeit vom Einkommen entkoppelt und jetzt koppelt man es wieder zurück, indem man sagt, da Sie ja das solidarische Bürgergeld nur kriegen, wenn Sie sich an gemeinnütziger Tätigkeit beteiligen, ist es so ähnlich wie ein Erwerbseinkommen in der Gemeinnützigkeit. Aber nochmal, man stellt fest, auch Gemeinnützigkeit hat eine hohe Wertschätzung. Also deswegen finde ich das schon ganz gut, weil wir ja feststellen werden, unentgeltliche Arbeit ist häufig die bei Gemeinnützigkeit im öffentlichen Bereich auftaucht, überall da, wo der Staat nicht entlohnt. Ne? Und das sind ja teilweise sehr zentrale Tätigkeiten, die in unserer Gesellschaft links, Hartz IV, gar nicht wertgeschätzt werden, weil sie sollen ja in die Privatwirtschaft gehen. Ne? Also nicht in die Gemeinnützigkeit, sondern ihren Konsum sollen sie aus ihrem Erwerb in der Privatwirtschaft bekommen. So, das bedingungslose Grundeinkommen, das sehen Sie jetzt oben, das ist jetzt der Reformvorschlag 2. Da ist ein ganz anderer Ansatz plötzlich da. Da geht es, wie ich es ja vorhin schon bei dem totalen Grundeinkommen genannt habe, um freiwillige und faire Partizipation durch Arbeit und, das habe ich bewusst hinzugefügt, Arbeit und Freizeitgestaltung. Arbeit und Freizeitgestaltung, ja, also mit anderen Worten, Sie bekommen das bedingungslose Grundeinkommen als Vorschuss, ja, und dann sagt man so, und jetzt kannst du dich für den normalen Privatmarkt, ne, für den Arbeitsmarkt fit machen. Du kannst aber auch gemeinnützig was machen, ob du dafür entlohnt wirst oder nicht. Wir fragen nicht nach. Du kannst auch deine Freizeit kreativ gestalten, malen und so weiter. Wir machen da keine Überprüfung, was du mit dem Geld gemacht hast. Du kriegst es bedingungslos und sie sehen deswegen auch freiwillige und faire Partizipation an der Gesellschaft, weil ich jetzt nicht sage, der, der daheim ein Bild malt, ist weniger wert als der, der in einer Firma ein Produkt erzeugt, das ein anderer kauft. Ja, also das lasse ich mal weg, weil ich sage, der, der daheim ein Bild malt, das kann sein, dass er so gut Bilder malt, dass er nach 10 Jahren plötzlich feststellt, er kann die Bilder verkaufen. Der Zusammenhang, der wird meistens gar nicht gemacht, dass man aus diesen intrinsischen Motiven plötzlich auch extrinsische Anreize bekommt. Also das bedingungslose Grundeinkommen kann einen doppelt fit machen. Ja? Das überlegen die meisten gar nicht, weil das ja bei der Erwerbsarbeit keine Rolle spielt. Ich werde Ihnen dann vielleicht noch zeigen, ich kann es aber auch kurz vorab sagen, die Unternehmer sehen ja diese intrinsische Motivation. Wissen Sie, was intrinsik heißt? Also sie motiviert, was zu tun, was man Arbeit nennen könnte oder von mir aus auch Freizeit. Ja? Das will ich jetzt noch gar nicht genau hinterfragen. Was sozusagen freiwillig, weil sie einen inneren Antrieb dazu haben, weil sie das gern machen. Also ihnen wird nicht, wie im klassischen Erwerbsarbeitsmodell,
die Arbeitszeit abgekauft, weil man eigentlich im Modell unterstellt, dass sie ja Arbeitsleid empfinden und dafür bezahlt werden müssen. Sie machen also da, wenn man so will, Arbeit und Freizeitkonsum freiwillig. Deswegen arbeiten sie dann auch freiwillig. Und fair heißt, sie müssen natürlich, deswegen bin ich von relativ hohen partizipativen Anteil, sie müssen natürlich tatsächlich Partizipation ermöglichen. Also wenn jemand kommt und sagt, Existenzminimum ist schon Partizipation, dann muss ich dem in der Regel ganz klar widersprechen. Jetzt kommen wir zu diesem oberen Teil, der ist der wichtigste. Ich lese mal vor. Das Bedeutende am bedingungslosen Grundeinkommen, das ist für mich ein ganz zentraler Effekt, ganz zentraler Aspekt, ist Freizeit zur selbstbestimmten, unentgeltlichen oder entgeltlichen Arbeit und produktiven, kreativen oder auch Erholung und was weiß ich was, Freizeit. Und das nennt man auch bei einigen BGE-Philosophen, und das habe ich auch als Ökonom übernommen, Zeitsouveränität. Ihr knappstes Gut in Ihrem Leben ist Zeit oder Ihr wertvollstes Gut ist Zeit. Das spielt aber in unserer Erwerbsarbeit überhaupt keine Rolle. Nur die Zeit, die Sie für Erwerbsarbeit verwenden, wird bei uns wertgeschätzt. Das ist Ihre Erwerbsarbeitszeit. Als Rentner heißt es nur, es wird jetzt gelitten, dass Sie aus irgendwelchen Gründen aus der Erwerbsarbeitszeit aussteigen. Weil man sagt, Sie haben lang genug gearbeitet oder weil man sagt, wir haben jetzt genug Mittel für Sie erwirtschaftet, dass Sie Rentner werden können. Das ist also die Erlaubnis aus der Erwerbsarbeit auszusteigen. Wenn man das System sich genauer hinterfragt, deswegen habe ich rechts das mit der Rehabilitation. Ich habe mal bei der Rehabilitationsvereinbarung vorgetragen. Das war ganz interessant. Die hatten viele Workshops und ich glaube 7 von 10 oder 6 von 10 Workshops gingen über Return to Work. Das sagt eigentlich schon alles. Sie sollen nicht gesund werden, damit sie gesund werden. Das sagt Ihnen vielleicht der Mediziner oder das sagt Ihnen vielleicht die freundliche Physiotherapeutin. Aber das System sagt Ihnen oder signalisiert, Sie sollen gesund werden, um möglichst schnell wieder in die Erwerbsarbeit eingegliedert zu werden. Also wenn man feststellt, Sie können Ihren Dienst auch hinkend verbringen, dann werden Sie nicht vollständig gesund gemacht, das verbraucht nämlich zu viel Zeit, sondern Sie können hinkend Ihren Job machen. So kommen Sie auch zu Return to Work. Und das Interessante ist, da nehme ich meine Folien jetzt zum Sozialstaat voraus, wenn Sie unseren dreigliedrigen Sozialstaat betrachten, das ging eigentlich von Bismarck so aus, der Bismarck war aber noch sehr philanthropisch, eigentlich orientiert im Vergleich zu unserem heutigen System, es dient allem nur der Erwerbsarbeit. Arbeitslosenversicherung dient eigentlich nur, siehe Hartz IV, dazu, sie schnellstmöglich wieder einzugliedern, durch ein Drucksystem. Rente gibt Ihnen eine gewisse Erlaubnis, aus diesem System auszusteigen. Wenn das Rentensystem unter Probleme kommt, hat man aus der Sicht natürlich überhaupt keine Probleme, das Rentenalter von 66 auf 72 zu erhöhen. Weil man sagt, Sie dürfen halt jetzt erst 6 Jahre später aussteigen. Wir haben die Erlaubnis verändert, Sie müssen länger arbeiten, weil wir beziehen die Erlaubnis nur auf die eigentliche Eingliederung in die Erwerbsarbeit. Und Gesundheit, sogar bei der Gesundheit sehen Sie, ich behaupte, sogar unser Gesundheitssystem ist hauptsächlich auf Return to Work, eigentlich auf Return to Labor, nämlich auf Rückkehr in die Erwerbsarbeit ausgerichtet. Nichts ist darauf ausgerichtet, dass es Ihnen gut gehen soll, dass Sie ein schönes Leben haben sollen, sondern alles dient nur der Erwerbsarbeitseingliederung. Und wenn man sich dem bewusst ist, stellt man natürlich fest, okay, die soziale Marktwirtschaft hat hier tatsächlich die Schlagseite, dass er sagt, das Soziale soll auch dem Markt dienen, und zwar nur der Erwerbsarbeit. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Sie sehen, wo die Stoßrichtung des bisherigen Systems ist, und das dröselt natürlich das bedingungslose Grundeinkommen mit seiner Zeitsouveränität auf, weil Sie können jetzt sagen, ich unterstelle jetzt, dass ich besondere Fähigkeiten habe für eine Tätigkeit, die am Markt nicht stark entlohnt wird, da ich aber ein partizipatives bedingungsloses Grundeinkommen habe, kann ich dieser Tätigkeit, die meine ganze schöpferische Kraft binden kann, kann ich dieser Tätigkeit jetzt nachgehen. Das ist selbstbestimmte Zeitaufteilung.
Ja, und vielleicht gibt es auch jemanden, also mein Sohn hat zuerst gesagt, glaube ich, okay, dann kann ich lang morgens ausschlafen, wenn ich ein BGE kriege. Und am nächsten Tag hat er gesagt, also wenn ich ein BGE kriege, habe ich so viele Ideen, was ich machen könnte, ja, ich schlafe nicht lang aus. Ja. Es gibt die verrücktesten Ideen. Ja, das werde ich vielleicht nachher noch beim Arbeit-Freizeit-Modell zeigen, bis hin zu der Frage, die Ökonomen nicht untersuchen. In ihrem Arbeit-Freizeit-Modell haben sie eine fixe Zeit, die sie zum Schlafen brauchen. Ne? Zum Beispiel 8 Stunden, da wird irgendwas unterstellt. Diese Zeit, das ist sozusagen Schlafenszeit, ist in dem Modell unabhängig von dem, was sie machen. Ich behaupte, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen und diese Vorhersagen, dann tatsächlich eintreffen, dann werden Sie unter Umständen sorgenfreier schlafen und einen besseren Schlaf haben. Dann werden Sie einen besseren Biorhythmus haben und dann werden Sie plötzlich feststellen, Sie leben gesünder. Übrigens, das ist der Effekt, den wir in Finnland in groben Zügen rausbekommen haben. Die haben nicht angefangen mehr zu arbeiten, aber es gab einen erkennbaren Gesundheitseffekt auf diese Langzeitarbeitslosen. Immerhin finde ich doch sehr bemerkenswert. Also das Argument der Zeitsouveränität und damit die Frage, die da in der Gerechtigkeit dahinter steckt, nicht nur, wie wird Einkommen verteilt und wie wird Vermögen verteilt, das ist ja das, was wir heute untersuchen. So sind Sie ja auch sozialisiert. Ne? Sie fangen an. BGE ist eine Frage der Umverteilung von Einkommen und wahrscheinlich auch Vermögen, wenn wir zum Beispiel Vermögensbesteuern. Ich sage, das ist zu kurz gedacht. Sie müssen auch an Verteilung von Arbeit denken und Sie müssen auch an Verteilung von Freizeit denken. Da wird das BGE plötzlich höchst interessant, wenn Sie ein partizipatives BGE bekommen und Sie sind intrinsisch motiviert. Sie machen die Arbeit eigentlich gern. Und Ihr Arbeitgeber kommt auf Sie zu und sagt dann, es tut mir leid, ich habe jetzt mal im nächsten Jahr so 1000, ich übertreibe jetzt, 1000 unbezahlte Überstunden für dich, sonst muss ich dich entlassen. Ja? Im heutigen System, selbst dann, wenn nahezu Vollbeschäftigung herrscht, werden Sie diese Überstunden machen. Das sehe ich bei allen. Die sind so sozialisiert. Wenn Sie ein BGE haben, sagen Sie, übertreibt es nicht. Sonst habe ich eine Exit-Option und die heißt BGE. Da taucht genau die Argumentation auf, die auch Margot Zwirner genannt hat. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können plötzlich auf Augenhöhe verhandeln. Beide haben Exit-Option. Der Arbeitgeber kann sein Kapital woanders hin investieren. Sie können sagen, durch BGE steige ich aus, wenn du mir zu viel unbezahlte Überstunden aufhalst. Zahl die mir oder stell von mir aus einen anderen dafür ein. Ja? Aber mach nicht das, was man Ausbeutung nennt. Klar finden, wenn ich das vortrage, Arbeitgeber natürlich erstmal schlecht, weil das ist keine Verteilung von Einkommen. Und es geht auch gar nicht darum, ob die Leute faul werden. Und es geht auch nicht darum, ob man das BGE finanzieren kann, sondern das BGE stellt eine Machtverteilungsfrage, eine ganz essentielle Machtverteilungsfrage. Ne? Und ich versuche dann immer zu erklären, dass sie mit Mitarbeitern, die auf Augenhöhe arbeiten, das erkennen die Amerikaner immer wieder, bloß vergessen sie es dann in ihrem System, ja auch viel produktiver arbeiten können. Das bringt auch ihnen was. Denken Sie mal darüber nach, ob diese Machtumverteilung nicht auch für Sie gut ist. Und dann stellen Sie plötzlich fest, es gibt eine Norma, das kann ich alles aus dem Schema ableiten. Ne? Ich kann Ihnen plötzlich da wie wild vortragen. Und dann stellen Sie sich fest, es gibt eine ganz andere normative Fragestellung. Der Vortrag von Herrn Straubhaar, der heißt, eine Utopie wird Realität, gell? Oder so ungefähr. Das, was man BGE ja vorwirft, ist, dass das eine sozialromantische oder Sozialutopie ist. Nehmen wir mal an, dass das relativ stimmt. Ja? Dann, was haben Sie auf der anderen Seite? Also beim Status quo haben Sie den Aspekt der Macht. Das fand ich ganz interessant. Das hat ein Autor, ein sozialkritischer Autor der 60er Jahre, Per Walö, der hat übrigens mit seiner Frau diese berühmten Beck-Krimis geschrieben später, ne? Der hat ein Buch geschrieben, Die Generäle. Da steht hinten drauf auf der deutschen Rowohlt-Ausgabe, und das lege ich normalerweise als Folie auf, habe ich jetzt aber nicht dabei, Utopie versus Macht. Und das ist das, dass ich als erstes den Status quo-Befürwortern, also Hartz-IV-Befürwortern, sozusagen um die Ohren haue, wenn die sagen, das ist doch eine Utopie, dann sage ich, klar, das ist was Progressives, ja, aber was ihr auf eurer Seite habt, nennt man Macht und Machtverteidigung, was ist jetzt besser?
die Utopie versuchen umzusetzen, ja, oder den Status quo der Machterhaltung? Das ist eine völlig offene Frage. Wenn also jemand mit Ihnen auf Sie zukommt mit der Idee, BGE ist eine Utopie, können Sie sofort sagen, ich vermute, dass du ja nur die gegenwärtigen Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt verteidigen willst. Was ist jetzt besser? Also in dem Roman ging es darum, nur damit Sie das sehen, dass, ich glaube, das war ein recht linker, also ein Marx-ähnlicher Mensch, der wollte in Schweden, nee, das war in irgendeinem Land, Reformen durchführen. Das war also seine Utopie. Und die Generäle haben gesehen, deswegen war das wahrscheinlich in weiser Voraussicht auf Pinochets Chile bezogen, und die Generäle haben gesehen, das geht an ihre Machtbasis. Ja, also nicht, da geht es nicht darum, was fairer ist. Das sind alles vorgeschobene Argumente der Gegner, sondern sie verlieren Macht. Also haben sie dagegen geputscht. Ja, und das ist die entscheidende Frage. Zweitens, Utopie, auch ganz interessant. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, und da bin ich wieder Ordnungspolitiker, und Van Parij hat das auch mal so übernommen, der berühmte Sozialphilosoph, der ja auch über das BGE sogar als einer der ersten nachgedacht hat, und Bien, glaube ich, dieses europäische Netzwerk mit begründet hat, der hat das auch mal reflektiert. Friedrich August von Hayek hat Ende der 40er Jahre einen Aufsatz geschrieben, das heißt, glaube ich, Sozialismus und seine Intellektuellen. Und da schreibt er drin, das größte Problem, was wir momentan haben, Hayek ist ein richtig Neoliberaler, gell? Evolutorischer Neoliberaler, ist, dass der Neoliberalismus, hören Sie zu, der Neoliberalismus eine Utopie ist. Und wir müssen uns jetzt anstrengen, eine Strategie zu entwickeln, wie die Utopie Wirklichkeit wird. Und mit Maggie Thatcher und Ronnie Reagan wurde diese Utopie ein paar Jahre später Wirklichkeit. Man hat also eine Strategie gehabt, wie man eine neoliberale Utopie zur Wirklichkeit gemacht hat. Und da versuche ich zurzeit Arbeiten zu vergeben, zu sagen, jetzt drehen wir das mal rum. Jetzt wenden wir diese Utopiestrategie aufs BGE an, ja, und schauen mal, ob wir ein bisschen schneller das hinkriegen. Wir haben ja daraus gelernt, dass man aus einem scheinbaren Utopiebegriff die Realität bekommt, indem man dieses Hayek'sche Programm umkehrt. Also ein Anti-Hayek von der Thematik, aber Hayek von der ordnungspolitischen Logik her. Wie kriege ich eine Utopie gesellschaftlich wirksam? Und das haben die Neoliberalen hervorragend gemacht, was ja zu den ganzen berühmten Privatisierungswellen geführt hat, die Sie aus den 80er und 90er Jahren kennen, die ich hier nicht des Größeren kritisieren will. Ich habe das auch da aus meinem Grundmodell eine gewisse Argumentation. Und die Argumentation des Grundmodells, das steht jetzt hier noch nicht drauf, ist, es gibt viele englische Wissenschaftler, die sagen, zumindest einige bedeutende, weil wahrscheinlich die dort die Privatisierung härter erlebt haben als wir hier in Deutschland, ja, dass das große Problem im Gegensatz zu Norwegen ist, dass wir keine Gemeinschaftsgüter mehr haben, aus denen wir ein BGE finanzieren könnten. Ja, wir haben ja alles privatisiert, es ist jetzt alles im Privateigentum. Was machen wir jetzt? Finde ich verdammt interessant, weil es gibt zwei Möglichkeiten, wenn Sie Gemeinschaftseigentum, also ein Common Good schaffen wollen, zum Beispiel Wasserbewirtschaftung als Common Good, also alle Erträge aus der Wasserbewirtschaftung würden ins BGE gehen, aus der Energie und so weiter und so fort. Ja, die Norweger machen es mit Nordseeöl und haben einen wunderbaren Staatsfonds, ne, aus dem sie BGE zahlen könnten, tun sie aber nicht, weil sie andere Leistungen kostenlos bereitstellen. Ne. Darüber muss man dann diskutieren. Aber was haben die Engländer festgestellt? Wir haben so viel privatisiert, zum Beispiel auch das Nordseeöl, dass wir da den Zugriff auf Gemeinschaftseigentum nicht mehr haben. Und vor dem Hintergrund, dass man daraus BGE finanzieren könnte, bitte ich Sie jetzt doch mal zu hinterfragen. Wir haben auch ein Gemeinschaftseigentum in Deutschland sehr stark verkauft, und das ist sozialer Wohnungsbau. Ja? Und da kam ja die Diskussion durch Herrn Kühnert auf, enteignen. Und ich stelle vom Hintergrund des BGEs mal ganz systematisch, aber hier provokant die Frage, haben wir nicht vielleicht auch auf dem Gebiet zu viel Gemeinschaftseigentum eigentlich privatisiert und haben jetzt das Problem, dass am Markt, das zum Teil halt durch Spekulation, wie halt Märkte so funktionieren, teilweise eben auch skrupellos dann privatwirtschaftlich umgesetzt wird und wir keinen Zugriff mehr auf etwas haben, was eigentlich mal ein Gemeinschaftseigentum war. Und jetzt gibt es Kommunen, die sagen, kaufen wir das zurück, oder gibt es noch eine härtere Lösungsmöglichkeit, und das ist die Enteignung. Und da hat der Herr Kühnert einen Fehler gemacht, weil er sich über das BGE nicht auskennt, sonst hätte er diese englischen Schriften gekannt, und dann hätte er sagen können, ja,
wir wollen nicht im Prinzip enteignen, sondern wir haben vielleicht zu viel privatisiert und wollen den Fehler wieder korrigieren. Und wenn wir es nicht zurückkaufen können, gibt es eine zweite Methode, über die müssen wir nachdenken. Da wäre das Enteignungsargument viel interessanter geworden. Hat man leider versemmelt, sage ich mal. Das hat man richtig als Ofenrohrkrepierer. Nee, das ist ja eine ganz wichtige Argumentation, wenn Sie sagen, ob ich aus Gemeinschaftseigentum BGE, aus lauter Common Goods, ne, BGE finanzieren kann. Die Diskussionen greifen viele nicht mehr auf. Nur ein Beispiel, was ich mir überlegt habe, Venezuela hat wesentliche Erdölquellen. Aus dem Erdöl, wenn die das ohne Korruption verkaufen würden, könnten die locker ein BGE für ihr Land finanzieren. Locker. Ja? Hat bis heute, glaube ich, noch niemand gemacht, den Vorschlag, BGE zu finanzieren aus dem Öl, aus den Ölerträgen für Venezuela. Dann würde man feststellen, die Venezolaner würden auf einem wesentlich höheren Lebensstandard auch im Durchschnitt leben. Ne? Also man muss sich das mal überlegen. Das gilt natürlich für uns hier weniger. So, jetzt gehen wir zu den Reformkonzepten. Sie haben ja da auch, wenn Sie das Blatt rumdrehen, die Reformkonzepte da ganz schön stehen. Jetzt muss ich noch gucken, wie viel Zeit habe ich noch? Können Sie mir sagen, etwa bis wann? Viertel nach, okay, prima. Da zeige ich Ihnen jetzt noch schön, was für Reformkonzepte es gibt, oder was man schon gesehen hat. Relativ neu habe ich da eingetragen die Grundrente. Das solidarische Grundeinkommen habe ich ja schon genannt. Die Schweizer haben ja ein Reformkonzept gehabt, das nenne ich Big Bang. Ne? Friss oder stirb. Du stimmst, also direkte Demokratie hat auch ihre Nachteile. Du kannst es nur annehmen oder ablehnen. Du kannst nicht sagen, wir machen ein bisschen und schauen dann mal oder sowas. Das hat das Reformkonzept nicht vorgesehen und das ist ja daran gescheitert, dass, so viel ich weiß, mehr die Gegner diesen berühmt-berüchtigten Betrag von 2500 Euro, Schweizer Franken ins Feld geführt haben. Das waren, glaube ich, gar nicht die Befürworter. Ich habe das versucht, bei denen zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Und dann hat natürlich selbst die reiche Schweiz aufgestöhnt und gesagt, das kann man ja nicht finanzieren. Damit war die Angst vor der Finanzierbarkeit, Unfinanzierbarkeit da. Und es gab einen nicht unerkläglichen Anteil, der gesagt hat, ich finde es eigentlich im Prinzip wünschenswert, aber der Betrag ist zu hoch, ich stimme dagegen. Ja, so kann man das natürlich auch machen und ein Projekt versenken. Ja, vor dem Hintergrund habe ich übrigens mal in einem Interview gesagt, 23% für so ein Konzept, 23% Befürworter, jeder, der ein liberales Konzept verfolgt heutzutage, wäre über so einen Prozentsatz glücklich. Ich muss da nicht nur die FDP angucken, sondern auch viele andere. Also für ein, ich nenne das mal sozialliberales Konzept, ist es schon eine ganze Menge, wenn man überlegt, wie hoch da der Standard war. Bei den anderen Reformvorschlägen ist hier der Standard geringer. Die anderen Reformvorschläge sind Gradualismus. Ein Hinweis noch, der Reto Haeni, der auch das Projekt in der Schweiz zentral mit initiiert hat, der hat gesagt, man hat natürlich in der Schweiz auch einen gewissen Gradualismus, weil sie können 5 oder 10 Jahre später das wieder zur Abstimmung stellen. Natürlich mit vielleicht leichten Anwandlungen. Und dann können sie nochmal drüber nachdenken. Und außerdem seien die Schweizer jetzt auch über die Vorteile informiert, während in Deutschland nahezu immer noch wenige das Konzept eigentlich richtig kennen. So, jetzt also hier das solidarische Grundeinkommen hatte ich ja schon genannt. Da die zwei roten Pfeile, Gradualismus 1. Sie führen das solidarische Grundeinkommen ein und hoffen dann, dass über die Idee der Gemeinnützigkeit noch die Idee der Zeitsouveränität dazukommt und der intrinsischen Motivation, die ja die Gemeinnützigkeit nach dem solidarischen Bürgergeld auch nicht berücksichtigt. Das ist ja wie Erwerbsarbeit. Und dann kommen sie über das solidarische Grundeinkommen dann zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das wäre eine gradualistische Sache. Über einen Teileinstieg, Gemeinnützigkeit auch fördern, kommen wir dann dazu, auch Freizeit, kreative Freizeit fördern und andere unentgeltliche Arbeit, Volunteerism, alles, was damit zusammenhängt, auch fördern. So, nochmal, was wichtig ist, weil ich Ihnen mein Arbeits-Freizeitmodell ja nicht vorstellen kann, in meinem Arbeits-Freizeitmodell taucht ja die Option auf, dass Sie durchs BGE kreativ, nämlich im Sinne Ihrer Sinnstiftung, Freizeit verwenden und dadurch auch wieder Skills erwerben, die sie auch wieder für die Erwerbsarbeit fit macht. Ja, also es kann sein, also wie gesagt, die Leute, die sich zu Goldschmieden ausbilden lassen,
wie die eine Person bei Mein Grundeinkommen e.V., weil sie es gerne wollte und hinterher dann festgestellt hat, sie kann ja damit sogar Geld verdienen am Erwerbsarbeitsmarkt mit dem Job, den sie mag. Ist doch super, ne? Ist also ein ganz tolles Beispiel. Die zweite Strategie des Gradualismus ist die über Pilotexperimente. Ich habe ja schon gesagt, ich finde Pilotexperimente faszinierend, weil die gibt es eigentlich über andere Sozialstaatsreformen nicht. Das BGE hält sich so hartnäckig, dass es immer mal wieder Staaten der Versuchung ausgesetzt sind, das zu testen. Das sind dann mehr die repräsentativen Demokratien. In der Schweiz stimmt man ab, ein Diktator könnte es einführen. By the way, bei den Chinesen, die haben ein bisschen Angst vor der Roboterisierung, da überlegt man sich auch, und dann kommt noch die Scorecard, ne? Da überlegt man sich auch, wie kann man in einem sehr stark zentral gelenkten System, ne? Wir kennen ja die Scorecard, über die Scorecard kriegen sie Punkte, weil man ja genau sieht in Zukunft durch das digitale System, welche Güter sie konsumieren, und wenn sie Alkohol konsumieren, kriegen sie einen negativen Punkt, ne? Wenn sie was Gesundes essen, kriegen sie einen positiven Punkt, ja. Da gibt es über die chinesische Scorekarte wird ihnen zugeordnet, wie werthaltig sie für die Gesellschaft sind. Also ich behaupte, die Chinesen machen das Drucksystem erstmal in Perfektion und wir im Westen machen das Drucksystem halbherzig. Ja? Ganz kurios, dass aus dem Marxismus das kapitalistische Drucksystem entsteht. Warum? Weil die Chinesen im Gegensatz zum altväterlichen Marxismus ein System jetzt gefunden haben, dank der Auswertung von Big Data, wie sie Menschen tatsächlich kontrollieren können. Und dann können sie denen auch Anreizsysteme geben, indem sie sagen, du könntest ins Gefängnis kommen, wenn du noch einen negativen Punkt mehr kriegst, überlegst dir, lebe lieber mal gesund. Wir können über unsere digitalen Systeme genau betrachten, was du in der Zukunft machst. Ne? Und sogar da sind Überlegungen, da, wenn man nicht, ob man nicht das bedingungslose Grundeinkommen einführt, weil man da den Menschen eine bestimmte, sagen wir mal, Grundhandlungsmöglichkeit von Freiheit gibt, auch wenn man sie ansonsten kontrolliert. Finde ich eine faszinierende Überlegung, die mir mal ein Chinese, der an das autoritäre System der Chinesen glaubt, der hat mir die Frage gestellt. Und mit der Roboterisierung wird es noch interessanter, das ist hier nicht drin, weil das könnte ja tatsächlich wieder Grund von Big Bang geben. Neben der ganzen Digitalisierung und Roboterisierung, das ist ja die Frage, wie viele Arbeitsplätze wegfallen. Und wie kommen wir dann noch zu Einkommen? Ja, wie kommen wir dann noch zu Einkommen und Partizipation? Herr Straubhaar wird es vielleicht viel überzeugender darstellen als ich weiß es nicht. Ich habe mir zum Beispiel auch gesagt, Roboter sind Humanoide und KIs, die also das menschliche Gehirn nachbilden und mit Algorithmen vielleicht sogar besser sind, arbeiten auch bis zu einem gewissen Grad humanoid, die arbeiten. Die arbeiten, das ist kein Kapital, sondern die arbeiten und dann können sie die mit Arbeit besteuern. Das können Sie sogar perfekt machen, wenn Sie in einen Roboter eine Platine implantieren, wo genau dessen Produktivität gemessen wird. Ne? Da können Sie den perfekt, die Arbeit können Sie perfekt besteuern. So machen Sie den Roboter wieder zum Menschen vergleichbar. Weil Sie werden feststellen, das ist meine These, die Roboterisierung kommt schneller als Sie denken, nicht nur wegen des technischen Fortschrittes, sondern weil der Roboter im gegenwärtigen System keine Sozialabgaben zahlt, keine Steuern zahlt, ja, und dann noch nicht aufmüpfig wird und sich in Gewerkschaften organisiert. Also ein Roboter, der Sie nicht komplett ersetzt, aber so ungefähr, ja, der bringt schon im Vergleich zu Ihnen Nettogewinn. Also Sie müssen gar nicht warten, bis der Roboter kommt, der Sie perfekt ersetzt. Die werden viel schneller kommen, weil man sagt, Gewerkschaften sind ausgeschaltet, die Typen tun nur, was ich will, die schalte ich an und aus, wie ich will. Ja? Ich muss keine Sozialabgaben für die zahlen, die müssen nicht so gut sein wie Sie. Überlegen Sie sich das mal. Die können Sie auch schon ersetzen, wenn die halb so gut für Sie sind, aber eine höhere Nettorendite bringen. Eine spannende Frage, die ich noch nirgends, auch vom IAB, nirgends habe diskutiert sehen. Und dann stellen Sie plötzlich fest, es wird höchste Zeit, dass man, solange man im Arbeitsbesteuerungssystem ist, dass man auch Roboterarbeit Arbeit nennt und es besteuert. Ja? Und nicht sagt, das ist Kapital, das ist ja eine Frage der Machtdefinition. Ne? Wenn ich ein Roboterbesitzer bin, sage ich, ich habe in den investiert, das ist mein Kapital, übrigens das, was Sie können, das nenne ich jetzt Ihr Humankapital. Den Begriff kennen Sie ja, ne? Aber mit Ihrem Humankapital arbeiten Sie, während der Roboter arbeitet anscheinend nicht, der bleibt weiterhin Kapital und in der Regel dann unbesteuert. Ja? Also Sie sehen, da geht es schon um die Deutungshoheit im Steuerrecht, wenn der Kapital bleibt, kann man ihn nicht arbeitsmäßig besteuern.
Wenn er arbeitet, können Sie den mit dem gleichen Steuersatz wie Menschen besteuern, je nachdem, was für eine Tätigkeit er macht, ne, und wie viel Grenzproduktivität, das ist ja seine Entlohnung, so stellt sich ja der Ökonom vor, er erzeugt, ne, weil er soll ja in Wettbewerbsmärkten entsprechend seiner Grenzproduktivität entlohnt werden, die können Sie messen, also wissen Sie, wie man ihn entlohnen müsste, anhand des Preises des Gutes, ne, und seines Beitrags zur Produktion des Gutes, also können Sie seinen Arbeitsertrag besteuern. Finde ich eine interessante Sache. Da werde ich wahrscheinlich schon wieder als Kommunist beschimpft, aber es ist eigentlich im Grunde genommen zum jetzigen System, was wir sagen, völlig kohärent. Eine andere Frage ist, ob Sie die Finanzierung des BGEs nicht umstellen und sagen, ich gehe, so wie es auch Götz Werner und viele andere vorschlägt, nicht komplett auf die Mehrwertsteuer, das ist die bessere Steuer, weil Sie da nur die Wertschöpfung besteuern. Also am Ende der ganzen Herstellungskette. So. Nach dem kurzen Ausflug mache ich die Grafik hier voll fertig. Pilotexperimente haben einen Nachteil, das haben Sie schon gesehen. Wenn jemand pseudomäßig BGE testen will, wie in Finnland, haben Sie einen starken Anreiz, es wieder abzubrechen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, laden Sie mal Herrn Kangas von Kela ein. Der wird Ihnen hier genau berichten, was für Strategien die finnische Regierung gemacht hat, um das Projekt wieder klein zu rechnen. Und dann ist völlig klar, die, die in dem Projekt waren, waren frustriert und aus dem Projekt kam natürlich nicht viel raus und dann hat man es wieder abgeschafft. Also Sie sehen hier den grünen Pfeil vom Pilotprojekt rückwärts. Das ist also eine Frage, ob in dem Pilotprojekt immer das getestet wird, also ein richtig umfassendes BGE, was eigentlich getestet werden soll und über einen hinreichenden Zeitraum. In Finnland haben sie das BGE nicht getestet, sondern höchstens so ein partielles, an Arbeitslosen, dann können Sie die ganzen Effekte auf Intrinsik und so weiter gar nicht testen, ja? Und weil das ja nur partiell war und Sie wissen auch nicht, ob jemand dann, der gerade arbeitet, aussteigen würde, wenn das BGE, Sie wissen es nicht, Sie wissen eigentlich gar nichts, Sie wissen nicht, weil ein Arbeitsloser hat die Zeitsouveränität in Anführungszeichen, außer dass er sich immer in einem Hartz-IV-ähnlichen System bewerben muss, also auch bei dem können Sie das nicht testen. Das betrifft ja eher die arbeitende Bevölkerung, wie die sich das neu aussucht. Ne? Also mit anderen Worten, wenn Sie ein Pilotexperiment als Gradualismus nehmen, dann müssen Sie gucken, dass das Experiment groß genug ist, damit Sie überhaupt die Option des zweiten Pfeils zum bedingungslosen Grundeinkommen haben. Ne? Das ist ganz wichtig, darüber könnte ich auch einen extra Vortrag machen, wie so ein Pilotexperiment aussehen müsste. Jetzt aber links. Beim solidarischen Grundeinkommen wurde ja was angesprochen mit eigentlich unbezahlter Arbeit, nämlich Gemeinnützigkeit. Ne? Sie müssen sich vorstellen, in unserem heutigen System ist, wenn Sie freiwillig irgendwie Clubvorsitzender sind oder Kinder unterrichten, ist das Ihre Freizeit. Ne? Das wird der Freizeit zugeschlagen, nicht der Arbeit. Ne? Manche nennen das dann Volunteerism, das haben wir in ein paar Modellen als Ökonomen schon eingebaut, aber nur ganz speziell. Ne? Der zweite Aspekt aber neben dem mit der unentgeltlichen Arbeit ist dann die Frage, also unentgeltlichen Arbeit, produktiven Freizeit, ist dann das der Bedürftigkeitsprüfung. Das ist der Reformvorschlag 3, ne, des Gradualismus, das ist die Grundrente. Schaffen wir mal in den Bereich Bedürftigkeitsprüfung ab und schauen, was dann passiert. Bei der Rente ist es relativ unproblematisch, so wie es organisiert ist, weil die Leute ja anspruchsberechtigt sind nach 35 Jahren. Sie werden feststellen, das Grundrentenkonzept wird wahrscheinlich zusammenbrechen, weil Sie immer weniger Leute finden, die 35 Jahre hart gearbeitet haben. Das wird in Zukunft wahrscheinlich immer schwerer werden. Und da bin ich bei der zweiten und viel wichtigeren digitalen Welle. Das ist nämlich der Neuorganisation des Arbeitsmarktes. Da habe ich eigentlich auch eine ganze Grafik da, aber das kann ich Ihnen aus dem Kopf erzählen. Was da wahrscheinlich passieren wird, ist das, was man Crowdsourcing nennt. Kennen Sie das? Crowdsourcing oder Crowdworking? Also mit anderen Worten, Sie arbeiten nicht mehr auf Langzeit, sozialversicherungspflichtigen Langzeit, Vollzeitstellen, sondern die Unternehmen fischen Sie aus einer Cloud entsprechend Ihren Skills, also Ihren Fähigkeiten raus. Ja? Also Sie werden immer stärker bei Crowdsourcing, weil man das digital ja heute schon sehr gut machen kann, IBM macht das schon, greift man sich Leute raus, die man für ein Projekt braucht. Es kommt also immer mehr Projektarbeit auf einen zu. Wissenschaftler kennen das schon. Projektarbeiter sind in der Regel zeitlich befristet beschäftigt, nämlich wenn das Projekt ausläuft, schickt man die Leute wieder zurück in die Cloud. Es kann also passieren, sie sind hoch ausgebildet, kriegen 2 Jahre lang pro Jahr 100.000 Euro, ne? Und dann werden sie wieder in die Cloud zurückgeschickt.
ununterbrochene Erwerbsbiografien wird es in so einem Crowdsourcing-Arbeitsmarkt nicht mehr geben. Also Hartz IV wird früher oder später mit seiner Logik zusammenbrechen. Zweitens, was müssen Sie den Leuten bieten, egal ob sie gerade viel oder wenig verdient haben, eine unbedingte Grundsicherung, damit die Cloud, die Partizipation in der Gesellschaft, also dieses Crowdsourcing, die Partizipation in der Gesellschaft insgesamt sicherstellen kann. Also bei so einem Crowdsourcing-System, sage ich, ist das bedingungslose Grundeinkommen die einzige Möglichkeit, wenn das auf uns zukommt, die wir haben, um einen Sozialstaat überhaupt noch betreiben zu können, über ein steuerfinanziertes, bedingungsloses Grundeinkommen. Hartz IV bricht zusammen. Im Grunde genommen, ja, Leiharbeit ist schwierig, weil Sie brauchen keine Leiharbeitsfirma. Sie stecken da alle jetzt in der Cloud drin. Also ich habe da auch Abschlussarbeiten drüber laufen lassen, um mich mal selber über die Technik zu informieren, die auch im Silicon Valley und so weiter ja schon ein bisschen angewandt wird. Da stecken Sie alle drin und dann sage ich, ich brauche jetzt einen, der bei uns ein Gebäude reinigt. Dann sage ich Sie da hinten, Sie können das am schnellsten, am besten, ich kaufe Sie ein für 4 Jahre, weil dann haben wir einen Roboter, brauche ich Sie nicht mehr. Ne? Dann werden Sie wieder in die Cloud zurückgeschickt. Und dann wird spannend, ob Sie da gleich eine Anschlussfinanzierung kriegen oder nicht, also einen neuen Job. Ne? Also insofern ist die Cloud anders, weil Sie da nicht die Ausbeutungsmöglichkeit haben, wenn Sie das bedingungslose Grundeinkommen haben. Ne? Sonst können Sie ja in die Cloud gucken und sagen, suchst du einen Job, wie lange suchst du schon einen? Ich zahle dir mal nur das, was nötig ist und dann haben Sie recht, kommen die Ausbeutungsverhältnisse. Das ist genau das, warum man in so einem Cloud-System meiner Meinung nach ein bedingungsloses Grundeinkommen braucht, weil dann derjenige, der in der Cloud drinsteckt, sagen kann, ich mache nicht jeden Mist mit, bloß weil der gerade von mir gefordert wird für einen total unwürdigen Preis. Ja, das ist enorm wichtig, weil wie diese Wettbewerbe in der Cloud funktionieren, wissen wir noch nicht. So, und jetzt glaube ich, bin ich ziemlich am Ende, gell, mit meiner Erzählung. Also ich hoffe, Sie haben 3 Sachen mal mitgenommen. Wichtig ist, und ich übertreibe da, aber Sie sehen die Grundtendenz, unser Sozialstaat ist ausgerichtet unter allen Bedingungen auf Return to Work. Bei Rentnern sagt man, Return to Work lohnt sich nicht mehr, ihr Beitrag zum bedingungslosen Grundeinkommen, freudianischer Fehler, ihr Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt wird wahrscheinlich zu gering, weil sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, sie sind nicht mehr produktiv genug, sie dürfen in Rente gehen. Ja, jetzt sind sie dummerweise durch die Gesundheit länger fit, dürfen sie auch länger arbeiten und müssen wahrscheinlich länger auch arbeiten, ne? Weil ja wieder Return to Work entscheidend ist, ne? Und dass sie andere finanzieren in dem System. So, und dann sehen Sie, ist alles an unserem Sozialstaat, Arbeitslosigkeit und Gesundheit, habe ich ja vorhin auch gesagt, an Erwerbsarbeit orientiert. Ein Großteil Ihres Lebens ist in unserem System nicht abgebildet, nämlich das der unentgeltlichen Arbeit und das der Freizeit. Und das bedingt, berücksichtigt das bedingungslose Grundeinkommen durch die Möglichkeit, wenn es partizipativ ausgestaltet ist, ihnen Zeitsouveränität im Leben zu geben, ist es das einzige Konzept, das ich kenne, das diese Argumentation auch hinsichtlich unentgeltlicher Arbeit kreativer Freizeit berücksichtigt. Ein letzter Aspekt dazu, warum erzählen das Ihnen sonst keine Ökonomen? Erstens, weil sie das Zeitsouveränitätsargument nicht kennen. Und zweitens, weil in unserem Arbeitsfreizeitmodell Sie nur dafür entlohnt werden, das geht bis in die Prinzipal-Agenten-Modelle der höchsten Manager, weil man Ihnen Arbeitsleid abkauft. Sie arbeiten nicht aus Vergnügen, das ist nicht in dem Modell auch unterstellt. Sie arbeiten nur als Last, weil Sie Einkommen erzielen wollen, um konsumieren zu können. Ne? Klar? Und deswegen gibt es die Verträge, wo man immer überprüfen muss, das sind die Prinzipal-Agenten-Verträge, dass man ihnen Anreize gibt, dass sie möglichst gut arbeiten, weil eigentlich haben sie nur das Interesse, ihren Arbeitgeber reinzulegen, weil sie ja eigentlich nur Arbeitsleid abgekauft bekommen. Deswegen gibt es Büroschlaf bei vielen Leuten, andere versuchen, Gewinne abzuzweigen und so weiter, ne? Weil alle eigentlich nur arbeiten, weil sie ungern arbeiten, weil sie fremdbestimmt arbeiten müssen. Und das löst das bedingungslose Grundeinkommen vollständig auf. Und ich glaube, da ist es nur im Denken revolutionär. Im Umstellen des Sozialstaates ist es nicht so revolutionär. Ich glaube, das ist ganz gut machbar. So.
Muss ich zur Beantwortung der Fragen auch hier stehen bleiben? Ja. Okay. Ja, das war natürlich, ja, Sie haben uns da einem Wasserfall des Redens ausgesetzt, das war gut, wir haben viele neue Gedanken. Ich komme auf diese Roboterfrage und wir haben ja ein gewisses, die Frage ist ja, was erwirtschaftet die Gesellschaft? Irgendwo dran wird es gemessen. Bisher messen wir es natürlich im Erwerb, das heißt, wir haben ein Bruttoinlandsprodukt, wo etwas erzeugt wird, was wir bemessen können, und das muss irgendwie verteilt werden. Das ergibt sich aus den Löhnen, das ergibt sich aus Sozialleistungen und so weiter und so fort. Wenn man jetzt so einen Roboter da einbaut, dann ist ja die Frage, der Roboter, wie Sie haben gesagt, dass die Arbeit zu besteuern, die Arbeit besteuern wir ja nicht, wir besteuern ja eigentlich das Einkommen. Und das Einkommen wieder bezieht sich auf einen Menschen. Also wir besteuern eigentlich das, was ein Mensch an Einkommen erzielt. Ob er es über Mieten, ob Erwerbsarbeit und so weiter erfolgt, ist eine andere Frage. Das heißt, die Frage stellt sich ja, wie will man einem, wo bleibt denn das, also wie will man einen Roboter besteuern? Man kann natürlich irgendwo da versuchen, etwas einzubauen, aber entsteht daraus eine Logik des Verteilungs dessen, was an Werten erschaffen wird? Das ist ja für mich eigentlich die entscheidende Frage. Wir haben Werte, die wir erschaffen in dieser Gesellschaft, müssen die irgendwie verteilen und nach irgendwelchem Schlüssel verteilen. Natürlich auch dient die Verteilung der Motivation von Menschen, damit sie etwas tun an bestimmten Stellen. Aber das Tun haben wir ja als BGE-Befürworter natürlich, sind wir uns einig, dass das Tun nicht nur darauf geht, dass er irgendwo am Fließband steht oder sonst wo, sondern auch, dass er vielleicht sich zurückzieht und Bilder malt und der eine erfolgreich ist, der andere vielleicht nicht. Das ist dann auch beides in Ordnung und wir unterstützen all das mit dem Grundeinkommen. Also die Frage ist, ist das so sinnvoll mit den Roboternbesteuerung? Die Roboterbesteuerung denke ich auch gleich, was ist ein Roboter? Da denke ich dann, erstmal kann man den natürlich auch irgendwo in einem tiefen Bunker verstecken und dann weiß man gar nicht, dass er existiert. Oder man zerlegt ihn in mehrere kleine Roboter, dann ist das auch wieder so eine Sache. Also ich weiß nicht, ob das ist oder ist die ganze Fabrik ein Roboter. Also das zu greifen, finde ich also schon sehr abstrakt. Ich glaube, das erzeugt eine Ausweichbewegung. Dann sagten Sie als Lösung Mehrwertsteuer, ne, Mehrwertsteuerorientierung, ganz am Ende angreifen, was Herr Götz-Werner ja vorschlägt. Finde ich natürlich auch ein bisschen problematisch in einem Land wie Deutschland, wo wir Exportweltmeister sind und damit die Importe also drastisch verteuern würden und die Exporte drastisch verbilligen würden. Das ist grundsätzlich eine tolle Idee, aber dann würden wir ja noch mehr Exportweltmeister werden. Ich weiß nicht, ob das so mit unseren umliegenden Staaten so dann der richtige Weg wäre. So, okay, das war ja eher ein Korreferat als eine Fragestellung. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das im Raum stehen lassen soll oder nicht. Bei einer Sache, nämlich bei der Roboterbesteuerung, würde ich sagen, irren Sie sich fatal, wenn Sie meinen, dass Menschen die Bemessungsgrundlage in irgendeiner Art und Weise der Besteuerung oder die menschliche Arbeit ist. Der Mensch, der dahinter steckt, das ist das, was Ihnen ja so schön vermittelt wird, wenn man die Sozialisation sozusagen der Modelllogik anguckt. Ja, sie sind alle einer Modelllogik unterworfen, nämlich, und da sind die Ökonomen nun mal führend, nämlich, ich würde sagen, der neoklassischen Modellwelt. Und da wird besteuert mit dem Steuersatz TW, das ist der Lohnsatz, Wage, mal L, das ist Labor. Wer da dahinter steckt, ein Mensch oder wer auch immer, spielt in dieser Berechnung keine Rolle. Die Grundlage ist die Arbeitszeit mal den Lohnsatz, das wird besteuert. Die Arbeitszeit mal den Lohnsatz. Da steht nichts von Mensch oder von irgendwas. Deswegen halte ich den Rückschluss, dass man es immer da auf den Menschen bezieht. Das ist ja gerade der Trick, mit dem er sagt, Roboter muss ich nicht besteuern, Menschen muss ich besteuern, weil es geht um menschliche Arbeit und nicht um Roboterarbeit. Das, finde ich, sollte man auch mal bei Gelegenheit, aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz, auflösen. Ich habe auch vorhin dazu gesagt, das Argument für Robotersteuer gilt für mich, vielleicht bringt Herr Straubner noch andere Argumente, nur wenn wir bei dem System der Arbeitsbesteuerung bleiben. Wenn wir beim System der Arbeitsbesteuerung bleiben, dann sage ich, muss man gucken, was arbeitet eigentlich alles? Nicht unbedingt wer im Sinne von Mensch, sondern was gibt es für Arbeit? Es gibt
die Arbeiter Menschen, es gibt die Arbeiter Humanoiden und andere Arbeiter. Da muss man mal neu drüber nachdenken, ob nicht systematisch diesem Arbeitsbesteuerungssystem ganz bestimmte Arbeitsbemessungsgrundlagen einfach wegdefiniert werden. Ne? Und dann besteuert man tatsächlich nur die Arbeit von Menschen, weil die Bemessungsgrundlage, die auf Roboter bezogen ist, wegdefiniert ist. Ja? Und die Frage habe ich kritisch gestellt. Und da sage ich, gibt es eine Ausweichlösung, indem man Roboter besteuert. Das wird ganz schön erkläglich, wenn ich mit den Technikern, wenn ich an die Techniker denke, mit denen ich auch manchmal Austausch habe, zum Beispiel an unserer Universität, was für Produktivitätsfortschritte Roboter machen. Da muss eigentlich jeder normale Bürger jeden Tag in diese Labore gehen, um festzustellen, wie schnell diese Fortschritte sind. Die sind wirklich unglaublich. Die fangen an, Sachen zu überlegen und zu ersetzen, an die sie noch gar nicht denken. Also auch Professoren und so weiter. Das kann alles und das wird alles kommen. Und dann kommt die Idee, die ja auch manche Philosophen für sich entdeckt haben, war es eigentlich nicht der größte Wunsch des Menschen, Arbeitszeitverkürzung hinzukriegen. Neben dem, dass ja die Schweden rausgekriegt haben, 6 Stunden am Tag ist die gesündeste Art zu arbeiten. Nicht mehr und nicht weniger. Ob sie dann unentgeltlich oder entgeltlich arbeiten, ist wieder eine andere Frage. Aber etwa 6 Stunden, damit lebt der Mensch glücklich. So, dann hat man sogar eine Gesundheitsargumentation für Arbeitszeitverkürzung, ne, mal als erstes. Und dann können Sie noch sagen, dieses Arbeitszeitverkürzungspotenzial durch die Roboter müssen wir eigentlich nutzen. In unserer jetzigen Art, darüber nachzudenken, können wir das nicht nutzen, nämlich was haben wir in der Wirtschaftspolitik als eindeutige Ausrichtung und das ist ein nicht hinterfragtes Paradigma, das heißt Vollbeschäftigung. Denken Sie mal darüber nach, Vollbeschäftigung, ne? Ob das wirklich das ist, was Sie wollen, wenn es Substitutionsmöglichkeiten gibt. Ich bin jetzt kein Fan der absoluten Arbeitszeitverkürzung in der Erwerbsarbeit, aber auch darüber muss man nachdenken. Da ermöglicht es das BGE einem jeden für seine eigene Arbeitszeitverkürzung nachzudenken. Und das finde ich sehr gut. So, Mehrwertsteuer. Es gibt auch Vorschläge von Leuten, die sagen, zum Beispiel aus Österreich, von Helmo Pape, die sagen, man sollte die Besteuerung der Mehrwertsteuer durch eine Vermögensteuer ergänzen. Ja, in einer smoothen Art und Weise. Ja, weil man, ja, wenn man das klassische Argument aufbringt, dass die Mehrwertsteuer degressiv wirkt, dass dann natürlich man ein Argument hat, wo vielleicht manche Leute, die bisher stöhnen, dass sie da fürs BGE viel Geld aufbringen müssen, sich plötzlich freuen. Warum? Weil sie ihren Konsum entweder ins Ausland verlagern oder eine viel niedrigere Konsumquote haben, damit sie das Kapital ja ansparen können, damit sie in der nächsten Periode vielleicht auch ihre Kinder, das nennt man den dynastischen Sparer, ich nenne das auch inzwischen Geldadel, ja, dass man da einen erkläglichen Ertrag hat ohne jegliche Arbeit. Ne? Also mit anderen Worten, da entsteht die Leisure Class. Und das sage ich nochmal, ich bin dafür, dass man es über das BGE schafft, dass jeder Bürger ein Potenzial hat, über Partizipation an dieser Leisure Class teilzunehmen und nicht nur die Leute, die sich durch Kapitalersparnis freikaufen. Also mit anderen Worten, ich arbeite ja nicht nur da dafür, dass ich Kapital anhäufe, sondern manchmal häufiger als seltener habe ich ja Glück, dass ich viel Kapital erbe. Ja? Und dann habe ich ein ganz anderes Startniveau. Und dann sage ich, Sie alle mit Ihrer Chancengleichheit, tun Sie doch, was Sie wollen, ist doch mir völlig wurscht, ob Sie das implementieren oder nicht, weil ich schwebe sowieso auf Wolke 7 über Ihnen. Ich muss nämlich nichts arbeiten. So, und dann denken Sie auch über sowas nach, ja, wo können Sie da tatsächlich abgreifen, Vermögensteuer oder vielleicht sogar Erbschaftssteuer? Nochmal, ich bin kein Linker, der sagt, das ist ein unbedingtes Gerechtigkeitsproblem, sondern das ist eine Frage des Problems von Freizeit, ja, von Freizeitoptionen, die Sie in der Gesellschaft haben. Das wird bei den Ökonomen kaum mitgedacht, das ist aber ein Großteil, der auch Ihr Leben betrifft, ja. Klar? Und da stellen Sie plötzlich fest, okay, vielleicht reicht die Mehrwertsteuer nicht, vielleicht brauchen wir eine Vermögensteuer oder noch eine andere Steuer da dazu, weil das Abgreifen der Wertschöpfung vielleicht nicht ausreicht. Das ist ein systematischer Grund mit der Wertschöpfung, den finde ich auch nicht schlecht, dass man erst am Ende der Wertschöpfungskette abgreift, aber ob das immer die optimale Frage der Form von Fairness und Gerechtigkeit löst und auch von Freiheit, ist eine andere. Gut. Kann ich hier wegsprechen? Ja, der Ansatz von Ihnen
Nee, Sie haben es, glaube ich, gerade abgestellt. So, und jetzt. Ja. Der Ansatz, Roboter zu besteuern, ist denn nicht unmittelbar vergleichbar mit einer Immobilie, die ich gekauft habe. Das ist ein Teil, was andere Leute geschaffen haben. Ich erwerbe das und dieses Teil stellt Wohlstand bereit, ja. Stellt Einkommen bereit. Und könnte man nicht diese beiden auf eine Stufe setzen? Also zu sagen, ob ich jetzt einen Roboter kaufe, der Werte schöpft oder eben eine Immobilie oder sogar noch weiter selbstfahrende Fahrzeuge. Mhm. Dass man im Grunde einen Schritt weitergeht und sagt, da steckt die ganze Zeit Gewinn drin, wie man den abschöpft, ist egal. Und dann kommt man eigentlich auf ganz andere Einkommensverhältnisse. Ich finde den Ansatz, Roboter, bin ich noch nie drauf gekommen. Ich habe ja in Firmen gearbeitet, wo jede Menge davon waren. Aber zu sagen, die zu besteuern, das ist eigentlich, denke ich, ein guter Ansatz, gerade auch auf diese Automatisierung, die jetzt kommt, angemessen zuzugehen. Also nun mal selbstfahrende Fahrzeuge, da ersetzen sie ja den Chauffeur. Oder den, Und beim selbstfliegenden Flugzeug ersetzen sie den Pilot. Übrigens Hinweis, weil man ja immer sagt, die Digitalisierung wird die Low-Skilled-Bevölkerung erreichen. Ich bin davon nicht so sehr überzeugt. Wenn man da zum Beispiel die Eisenbahn oder das Flugzeug nimmt, kann ich nur sagen, ich als Arbeitgeber würde zuerst versuchen, technisch die aufmüpfigen Lokomotivführer und die ebenfalls aufmüpfigen Piloten zu ersetzen. Damit denen spare ich sogar mehr Geld. Und die haben einen entscheidenden Vorteil. Die interagieren nämlich nicht mit ihnen persönlich. Ja, also die Stewardess muss mit ihnen persönlich interagieren und so weiter. Sagen sie vielleicht, ein Roboter ist ja komisch. Oder wenn plötzlich im Zug ein Schaffner zur Kontrolle kommt und der bewegt sich irgendwie eckig. Aber wer da vorne drin fährt, das stellen sie gar nicht mehr fest. Und da sage ich, wenn soziale Bezüge fehlen und man sogar viel Einkommen einsparen kann, weil das sind ja zwei typische Berufe der Leistungseliten, sage ich mal. Ne? Heute ohne Lokomotivführer fahren die Züge nicht. Ne? Ohne die Piloten fliegen die Flugzeuge nicht. Ich bin sicher, dass solche Hochlohnbereiche durch Roboter sehr früh ersetzt werden. Zweite, also das nur noch anmerkend dazu, gell? Also mit den Verteilungseffekten, dass die unteren hauptsächlich Probleme kriegen, sehe ich nicht so. Zweiter Aspekt nochmal dazu, der interessant ist auch bei dem Experiment, das ja die beziehungsweise Produktionsexperiment mit den Elektroautos, das die RWTH Aachen ja macht, also diese Autos, glaube ich, auch für die Post und so weiter, da hat man ja, glaube ich, festgestellt, wenn ich den Bericht richtig verstanden habe, auch bei so einem kleinen Fahrzeug, wenn Sie künstliche Intelligenz einsetzen, um die Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu rationalisieren, brauchen Sie plötzlich niedrigere Qualifikationen statt höherer. Wenn Sie sich höher qualifizieren, gelten Sie unter Umständen als überqualifiziert. Ja, also unter Umständen haben die Leute, die sagen, bilden Sie sich auf Teufel komm raus besonders hoch aus, auch Pech, weil wenn Sie nämlich die Arbeitsabläufe vereinfachen, sind Sie froh, wenn Sie jemanden haben, bei dem Sie keine Angst haben, dass der Ihnen weggehen muss, weil der nur die Skills hat, ja, um diese einfachen Arbeiten zu machen. Also die Verwerfungen von von Erwerbsarbeit mit dem Roboter, die kann ich noch gar nicht beobachten. Insofern haben Sie auch recht, ist eine Roboterbesteuerung zusätzlich kritisch zu sehen, ne? Weil man die ganzen Anpassungseffekte noch gar nicht studiert hat. Das muss man zum Beispiel bei uns in Freiburg auch in der Zukunft machen. Also insofern würde ich sagen, was jetzt ein Roboter ist und was Automatisierung ist und was dann Arbeit ist, im Sinne von, nennen wir es mal, künstlicher Arbeit statt menschlicher Arbeit, ja? Das ist tatsächlich eine Definitionsfrage. Ich habe mich gerade an die Humanoiden gehalten. Sie sagen, ich nehme die Automatisierung mit dazu. Automation, glaube ich, heißt das auf Englisch. Gell? In vielen der neueren Veröffentlichungen steht Automation and Robots. Die führen das beide auch zusammen. Ja, David Autor und andere, auch Ökonomen, führen das also in ein und denselben Pool zusammen. Und dann haben Sie mit Ihrem Argument natürlich recht. Ja? Ob dann diese Bemessungsgrundlage immer noch die beste ist, um zum Beispiel das BGE zu finanzieren, kann man ja weiterhin hinterfragen, ist aber im Sinne eines Gradualismus vielleicht einfacher, wenn man sagt,
Wir erweitern die Arbeitsbesteuerung und stellen sie nicht in Frage, weil es vielleicht, was weiß ich, einen Aufstand gibt, wenn wir eine andere Steuerbemessungsgrundlage einführen. Ne? Klar, weil dann hätten wir wieder das Problem wie in Finnland, dass man schön Grund gefunden hat, BGE nicht zu machen, weil die Art, wie man Finanzierung macht, Blödsinn sei. Ne? Auf so eine Diskussion darf man sich nicht einlassen. Habe ich Ihre Frage damit ausreichend? Okay. Weitere Fragen? Also ich bleibe auch ein... So. So, eine Frage hätte ich gern. Ja, ich habe drei Punkte, und zwar hätte ich ganz gerne mal von Ihnen den Begriff Ordoliberalismus erklärt, ja, weil der ist mir relativ neu und ich glaube, Sie können das sehr prägnant erklären. Das zweite ist die Privatisierungsgeschichten. Da haben wir in Kiel ja große Erfahrung mit. Die Wohnungsbaugesellschaft, der Energiekonzern und die Verkehrsgesellschaft ist privatisiert worden. Mhm. Und als letztes haben wir die Verkehrsgesellschaft wieder zurückgekauft. Im Verhältnis 1 zu 10. Vom Verkaufs zum Rekommunalisierungsverhältnis. Also anstatt dass jetzt unsere Gesellschaft aufgrund dieser, ich bin schon ein bisschen müde, aufgrund dieser Gemeingüter, die wichtigen Dinge für die Bevölkerung finanzieren kann, ist das gesamte Geld in private Hände gegangen, und die haben dadurch sehr gute Rendite erzielt. Also die Frage hat jetzt ja mit dem BGE wenig zu tun, aber ich kann es trotzdem... Oder die hat ja mehr mit Wohnbau und so weiter und gemein. Ja. Ich hätte noch die dritte Geschichte ist die Sache mit dem Bruttoinlandsprodukt. Da ist jetzt eine ganz interessante Geschichte im Laufen, der Wohlfühlindex. Es gibt jetzt nächste Woche darüber eine Veranstaltung, da macht sich tatsächlich ein Politiker Gedanken darüber, wie kommen wir aus diesem Kreislauf des Bruttoinlandsproduktes heraus zu einem Wohlfühlindex, wohin führt das? Das könnte mal eine Frage sein, auch aus Ihrer Hinsicht. Ist das ein Weg zum BGE, der jetzt nicht, das wird nächste Woche diskutiert in Kiel? Okay, fange ich mal vielleicht mit dem letzten an. Fange ich noch besser mit dem ersten an und gehe mal wieder auf diese Grafik. Also Ordoliberalismus sagt, Sie haben Freiheit, also das ist mal ganz einfach ausgedrückt, Sie sollen frei sein im Rahmen der Regeln, die Sie einzuhalten haben. Das sind gesellschaftliche Regeln und im Rahmen der Regeln können Sie sich frei entfalten. Also das war auch ein Ansatz gegen den ganzen Staatsinterventionismus. Das war die Idee damals, wo der Staat immer sagt, da ist ein Fehler, greife ich ein. Da ist ein Fehler, greife ich ein. Der Ordoliberalismus sagt, wir müssen hauptsächlich uns Gedanken machen über sinnvolle und gute Grundregeln in der Gesellschaft. Und diese Regeln hat der Staat durchzusetzen. Aber er hat nicht jedes Mal, wenn irgendein kleines Problemchen auftaucht, Feintuning zu betreiben. Also da mal einen Steuersatz wieder zu heben, da zu senken und so weiter. Also keine Staatshektik, sondern sich eher raushalten. Das war die Idee damals, dass man den freiheitlichen Kräften der Bürger eigentlich mehr Tribut zollt, als den Fähigkeiten des Staates für die Bürger zu sorgen. Und daraus können Sie natürlich erkennen, besteht ein bisschen der Zusammenhang, ich sage, das ist nicht das Gleiche, aber der Zusammenhang zum Neoliberalismus. Sehr häufig wird dann Ordoliberalismus neoliberal, nämlich dann, wenn Sie sagen, ich reguliere oder kümmere mich nur um die Eigentums- und Verfügungsrechte, ja, und dann können Sie tauschen, wie Sie wollen. Also deswegen ist zum Beispiel ein Konzept, das ein Ordoliberaler gern mag, die sogenannte Zertifikatslösung bei der Umweltproblematik, ne? Weil man sagt, wir legen da so einen Standard fest, eine Höchstmenge, ja, und dann dürfen sie untereinander handeln, wie sie wollen. Ja, also die Höchstmenge ist sozusagen der Rahmen und dann dürfen sie Preise darüber gestalten, indem sie Verschmutzungsrechte verkaufen, Verschmutzungsrechte kaufen und verkaufen. Das ist doch sehr marktmäßig, ne? Und der Ordoliberalismus hat dann auch sich hinter die Löffel geschrieben, dass man sich in der Regel überlegt, dass marktlicher Wettbewerb für die Menschen das Beste ist. Ja? So, allerdings, da komme ich jetzt zu Ihrem Wohnungsbau, das ist vielleicht ganz praktisch. Ich glaube, der Ordoliberalismus damals von Eucken hat sich nicht vorgestellt, dass die Freiheit so weit gehen soll, dass man zum Beispiel beim Kaufen von Land und Gebäuden
siehe also Wohnungsbau, zum Beispiel, weil das ein Hedgefonds treibt. Irgendwo hat doch jemand jetzt geschrieben in der Zeitung, irgendein Riesenunternehmen, was als Briefkastenfirma läuft, hätte 3000 Wohnungen in Berlin oder sowas gekauft. Oder habe ich das falsch verstanden? Aber das ist so ein typischer Fall, wenn ich an einem Hedgefonds beteiligt bin, dann ist es ähnlich für einen Bomberflieger im Zweiten Weltkrieg eine sehr abstrakte Sache, wenn ich da die Bomben abwerfe, weil ich sehe die Leute da unten nicht sterben. Und als jemand, der auf die Rendite guckt, ja, und in Amerika beteiligt ist an diesem Fonds, der in Deutschland investiert, das sehe ich nicht vor Ort und das reflektiere ich auch nicht und das schätze ich auch nicht unwert oder wert, wenn dort einen Manager gibt, der die 10 Jahre in der Wohnung lebende alte Oma rausekelt. Ja, es geht um die Rendite. Und jetzt ist die entscheidende Frage, kann man sowas schon, das hat zum Beispiel ja mal Obama ein bisschen thematisiert, skrupellos nennen oder nicht? Wenn das skrupelloses Verhalten ist, dann würde ich als Ordnungspolitiker sagen, das ist eigentlich nicht die Wettbewerbsökonomie, die wir uns vorstellen. Ja? Wir wollen nicht skrupellose Leute erziehen, die sagen, ganz egal, was da eigentlich aus dem wird, was ich mache, ich spekuliere da jetzt. Ne? Sondern man hat, und das sehen Sie ja auch am Grundgesetz, diese Sozialverantwortung von Eigentum mit eingebaut. Und darum wird ja gerade gerungen. Ne, ist da schon zu viel Skrupellosigkeit in dem Markt? Viele sagen ja. Ich sehe es auch als sehr kritisch. Warum? Weil man ja wirklich anfängt, auf alle möglichen Immobilien und Gebäude und Land zu spekulieren. Warum ist es so problematisch? Da komme ich zum zweiten Teil. Land hat eine spezielle Eigenschaft. Es ist nicht beliebig vermehrbar. Sie können Grundstücke vermehren, indem Sie, das sehen Sie ja in Amerika, diese dünnen Wolkenkratzer bauen. Also da haben Sie sehr wenig Steuer auf den Grund, aber vielleicht aufs Vermögen, je nachdem wie das Steuersystem ist, können Sie da im Prinzip sehr viel Wohnungen bauen. Das bauen Sie aber dann meistens auch nur für Firmen, die es sich leisten können oder Leute, die es sich leisten können, da zu wohnen. Und das ist tatsächlich die eigentlich große, spannende Frage, wo man wieder auf die Frage der Enteignung zurückkommt. Wenn zu skrupellos spekuliert wird, was macht man dagegen? Und da haben Sie natürlich recht. Wenn ich Spekulant wäre, würde ich auch sagen, okay, wenn die Idee haben, wieder sozialen Wohnungsbau einzuführen, dann spekuliere ich mal drauf, dass die Gemeinde das zurückkaufen muss. Und dann wird es für die teuer. Und dann ärgern Sie sich, dass Sie Ihr Gemeineigentum mal verkauft haben. Und dann sollen Sie jetzt ordoliberal sagen, ja, das ist halt die Qual des Marktes. Ja? Also mit anderen Worten, ich habe damals nicht gedacht, als ich das verkauft habe, dass plötzlich internationale Spekulanten auftauchen, die auf die Gebäude spekulieren, statt dass man normalen ortsüblichen Mietpreispegel oder sowas hat. Ne? Also mit anderen Worten, als man die Sachen verkauft hat, hat man damals als Staat sich nicht vorgestellt, dass die Art von privatem Handeln auftritt. Die kannte man noch gar nicht. Ne? Und dann kann man sich wirklich fragen, haben wir das unter den Bedingungen verkauft? Da können Sie auch mal drüber nachdenken, ist das nicht sozial gesehen, ich weiß, es beschimpfen mich viele, aber Sie sehen, man kann das ordoliberal hinterfragen, ist das nicht eine Art von Vertragsbruch, von langfristigem Vertragsbruch, in dem wir in Deutschland ja eigentlich nicht vorsehen, dass auf Grund und Boden in beliebiger Weise, in beliebiger Höhe mit extrem sozialen Härten für viele Menschen spekuliert wird, ja? Da haben Sie einmal die Sozialbindung, aber auch auf der anderen Seite die Überlegung, war der Vertrag damals sinnvoll gemacht, wofür eigentlich das Grundstück verwendet wird. Und das ist mal spannend zu hinterfragen, ob da diese Spekulation eigentlich noch durch die alten Verträge implizit, also sprich ethisch, jetzt nicht durch das, was im Vertrag drin steht, aber implizit eigentlich gedeckt ist. Und dann sprechen wir darüber ganz anders. So, hatten Sie noch eine Frage? Sie haben ja 3 Sachen. Ja, genau. Ich würde am liebsten Ihnen ja sagen, aber ich muss leider nein sagen, weil auf der Grafik sehen Sie ja oben beim bedingungslosen Grundeinkommen, Freiheit zu selbstbestimmtem Leben, BIP-Wachstum in Fragezeichen. Das betrifft nicht nur BIP-Wachstum, sondern und da bin ich wiederum sehr als Ökonom, methodologischer Individualist, dass ich versuche, alles auf das einzelne Wesen herunterzubrechen. Wie auch immer Sie aggregieren, Sie werden einzelne Leute diskriminieren. Also wenn wir einfach ein Bruttoinlandsprodukt aufaggregieren,
heißt es, Ihre einzelnen Beiträge werden gleich gewichtet. Ja? Klar? Also mit anderen Worten, die Summe macht's. Die Summe macht's. Also wenn Sie in der Summe viel dazu beitragen, sind Sie ein guter Mensch. Tragen Sie wenig dazu bei, sind Sie ein schlechter Mensch. Das ist die utilitaristische Logik, die dahinter steckt, dass eine Summe Ausdruck der Wirtschafts- und Lebenskraft einer Gesellschaft ist. Wenn Sie einen anderen Index nehmen, haben Sie einfach eine andere Summe. Wie Sie da jetzt über die Menschen aggregieren, weiß ich nicht. Also ich bin inzwischen ein Gegner von jeglicher Art von Aggregation, weil Sie da immer eine Art, ich sag mal, von Sozialismus unterstellen. Ich finde es total witzig, eigentlich erschütternd, dass wir eine Gesellschaft haben, wo wir sagen, ordoliberal, wir bauen auf die Kräfte des Einzelnen und auf die Freiheit. Ne? Und dann, wenn wir das Maß dafür nehmen, nehmen wir ein Aggregat über alle Individuen. Ne? Ein Aggregat über alle Individuen und sagen, wenn dieses Aggregat sehr hoch steigt, dann sind wir eine sehr gute Gesellschaft. Wenn es sinkt, haben wir vielleicht irgendeinen Fehler. Ne? Deswegen müssen Sie ja jetzt im Konsum auch loslegen, wenn die Auslandsnachfrage einbricht. Ja? Überlegen Sie sich, wie Sie sich da bitte schön beteiligen, weil das ist Ihre implizite Aufgabe an diesem Wirtschaftssystem. Machen Sie was draus. Ne? So, und dann wird die Frage, wenn Sie ein anderes Aggregat haben, zu was werden Sie da verpflichtet? Mein Argument hier ist, wenn Sie das BGE nehmen, ist jeder in der Hinsicht seines Glückes Schmied, aber eben verantwortlich, unternimm dich selbst und suche in der Art von Zeitsouveränität für dich das Beste. Ich will jetzt nicht zwischen Ihnen und Ihnen unterscheiden, weil Sie völlig unterschiedliche intrinsische Motive haben. Ja? Wenn ich aggregiere, muss ich sagen, Ihr intrinsisches Motiv ist ein Drittel so viel wert wie Ihres. Wie begründe ich diese, ja, diese relative Wertschätzung, dass ich sage, Ihr intrinsisches Motiv ist halb so wichtig oder ein Drittel so wichtig wie Ihres, weil Sie vielleicht ein intrinsisches Motiv haben, einen Fußballverein zu leiten und Sie vielleicht Pflege macht. Und dann kommt jemand und sagt, Pflege ist wichtiger als Fußball leiten, ja? Also kriegen Sie ein höheres Gewicht. Das halte ich für äußerst schwierig. Ja, das ist ja immer dieser versteckte Sozialismus, den wir da haben, dass wir irgendeine Summe haben, wie man auch immer die gewichten, die Summe macht's. Ne? Also die Gemeinschaft macht's. Das ist für mich immer das Verrückteste, was es gibt, dass sie vom einzelnen Individuum plötzlich auf eine Summe schließen. Ja? Und mit der Summe haben sie ein Problem. Das BIP ist klar nur für Erwerbsarbeit, für also physische Produktion. Dann, wenn Sie so einen Glücksindex oder sowas nehmen, haben Sie auch andere Aspekte drin, die für die Gesellschaft sehr wichtig sein können, gebe ich Ihnen völlig recht. Da können intrinsische Sachen dann vielleicht auftauchen, wie kreative Freiheit und so weiter. Aber Sie müssen das ja plötzlich in der Aufsummierung wieder gewichten, wenn Sie einen Index haben. Wer legt denn die Gewichte fest? Ja? Also wenn Sie ein spezielles intrinsisches Motiv haben, werden Sie sagen, ich gebe der Frau da hinten ein Gewicht von 0 und mir ein Gewicht von 1, ist doch klar. Also muss ich jetzt politisch aktiv werden, dass ich in diese Rechnung hoch reingehe, weil dann bin ich bedeutend. Und das wird dann untereinander ausgehandelt, dann sage ich Prost Mahlzeit. Also diese Sachen, die man aufaddiert oder auch multiplikativ gewichtet, halte ich für problematisch, weil ich immer frage, wo kommen die Gewichtungsfaktoren her? Also da sehen Sie, da können Sie mit Mathematik plötzlich sogar argumentieren. Ja. So, war das jetzt hinreichend? Ich glaube schon. So, meine Frage geht in die Richtung, inwieweit können wir eigentlich das bedingungslose Grundmodell lokal einführen? Das heißt also, oder was für eine Lokalität brauchen wir? Können wir das nur in Deutschland einführen? Sie haben schon aus meiner Sicht zu Recht gesagt, da müssen wir auch mal europaweit denken, aus guten Gründen, weil wir uns da verpflichtet haben. Und es gibt Verträge, und wir können ja Europa nicht einfach so wegschmeißen. Müssen wir nicht noch globaler denken? Da kommt dann wieder die Roboter-Diskussion rein, denn die Roboter haben ja viele Vorteile. In dem Moment, wo man sie besteuert, sieht man dann plötzlich einen Vorteil zum Nachteil. Die sind nämlich mobil, im Gegensatz zu einem Haus und im Gegensatz zu gut ausgebildeten Arbeitnehmern. Und dann stehen die höchstwahrscheinlich doch nicht hier bei uns in Deutschland, finanzieren unser bedingungsloses Grundeinkommen, sondern die stehen dann irgendwo anders. Ja, also vielleicht zu der globalen Frage zuerst.
Da bin ich der Meinung, bietet die Digitalisierung fürs bedingungslose Grundeinkommen, ich habe mir das aber noch nicht genau durchüberlegt, aber ich will das Ihnen als Hypothese nennen, da sehe ich die Digitalisierung als einmalige Chance. Als einmalige Chance, nämlich als Druck auf alle Gesellschaften, weil die Roboter kommen überall, mit vielleicht zeitlicher Verspätung, je nachdem, wer wie investieren kann, aber im Prinzip kommen die überall und die müssen sich alle in relativ kurzem Zeitabstand Gedanken machen, wie reformieren sie daraufhin zukunftsfähig ihren Sozialstaat. Und da sehe ich große Chancen, dass die Staaten entweder kooperativ oder auch nicht kooperativ, also jeder Staat einzeln versucht, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Also da sehe ich sogar die Digitalisierung als Chance fürs bedingungslose Grundeinkommen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, mit dem Crowdsourcing und so, mit diesen bedarfsabhängigen, ja, und auch an Langzeitjobs gebundene Sozialversicherungsmentalität, da wird enorm viel zusammenbrechen, weil diese Systeme nicht mehr halten. Ja, durch die ganze Globalisierung in Tateinheit mit Digitalisierung. Also ich sage mir auch, die Brasilianer, die Engländer, die Franzosen, alle werden unter, ich sag mal, zumindest Denkdruck kommen, ob nicht das bedingungslose Grundeinkommen da plötzlich eine Alternative ist. Und da sehe ich eine sehr hohe Chance, dass man jetzt plötzlich feststellt, die anderen müssen es auch einführen, ja, also können wir es auch einführen. Und dann ist nur die Frage, welches Land kann sich welche Höhe leisten. Zweitens, aber nur ganz kurz, das haben wir ja vorhin diskutiert, in der Tat gibt es ja auch Vorschläge für ein europaweites Grundeinkommen, nämlich die sogenannte Euro-Dividende. Und die legt auf einen ganz anderen Aspekt, den ich heute gar nicht behandelt habe, großen Wert, nämlich auf die Schaffung von Solidarität. Ja, die Idee ist, dass man sagt, jeder kriegt aus dem Vorteil der europäischen Integration einen Betrag ausgezahlt. Warum? Weil er sagt, ich habe ja selber diese Vorteile jetzt vielleicht nicht direkt mitgestaltet, aber zumindest toleriert. Ja? Also mit anderen Worten, man sagt, okay, es gibt Leute, die verdienen dank der Integration eine sehr hohe Rente, also Rente im Sinn von Gewinn. Ja? Und von dem Gewinn, wenn man das geschickt macht, Gewinnbesteuerung, genau, das hatte ich gerade noch nicht gemacht, Gewinnbesteuerung, genau da haben wir es, können wir vielleicht was abschöpfen, ne, von den Integrationsvorteilen, die man mal gleichmäßig auszahlt, damit jeder sieht, er hat einen Grund, an die Europäische Union auch so zu glauben, weil die sich ihm gegenüber solidarisch zeigt, ja, egal wie viel er jetzt bei der Integration gewonnen hat oder nicht. Ne? Ich finde das eine sehr gute Idee, die der Philippe van Parij da hat. Die Frage, wie man das finanziert, ne? Ich sagte ja gerade, dass man versucht, diese Integrationsrente als Gewinn zu besteuern. Andere wie Van Parij holen wieder die Mehrwertsteuer aus dem Sack, weil sie sagen, in Europa kann man sich über Mehrwertsteuer relativ gut einigen. Wir haben ja so nur so einen Korridor. Wenn man den Korridor um ein paar Punkte erhöht, haben wir es schon finanziert. Ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Aber da hoffe ich, dass der Druck drauf, auf solche Ideen zu kommen, immer größer wird. Warum? Weil man ja feststellt, die Toleranz gegenüber dem Euro oder Europa wird ja auch immer geringer, muss den Leuten meiner Meinung nach Cash-Kralle was bieten. Ja. Wir haben jetzt schon kurz vor vier, hallo? Ja. Und es gibt zwei Wortmeldungen. Mein Vorschlag wäre, dass wir die jetzt zusammenfassen und Sie dann nochmal ein kurzes Schlusswort haben. Ich habe nicht ganz eine Frage, aber vielleicht darf ich es trotzdem sagen. Ja. Ich habe Zeit meines Lebens versucht, im Arbeitsleben ein bisschen Zeitsouveränität zu behalten oder wieder zu gewinnen. Und das andere, was ich Zeit meines Lebens versucht habe und versuche, ist, meine Würde zu behalten. Und das ist meine Hoffnung an das bedingungslose Grundeinkommen, dass es uns die Würde wieder gibt. Ja. Das unterschreibe ich hundertprozentig. Übrigens auch wieder zum Ordoliberalismus. Das ist ganz interessant, wie der ursprünglich von Walter Eugen, dem Begründer des Ordoliberalismus, der übrigens interdisziplinär gearbeitet hat, auch auf das Gebiet will ich wieder zurück. Da waren ja Mathematiker, Juristen und so weiter an dieser ordoliberalen Idee beteiligt. Der sagt, entscheidend ist eine Ordnung, jetzt kommt überhaupt nicht das Wort effizient, sondern die muss funktionsfähig sein, ja, funktionsfähig auf Dauer angelegt, eine Ordnung, die muss also dauerhaft sein, sustainable oder durable, wie auch immer man das nennt. Und jetzt kommt der wesentliche Aspekt von Ihnen, die soll menschenwürdig sein.
Und mein allerersten kleinen Aufsatz, den ich mal, den kann man glaube ich auch runterladen an der Uni, in der Zeitschrift Uni Wissen an der Universität Freiburg veröffentlicht habe, der hieß BGE und Schaffung von Menschenwürde. Das ist ein ganz zentrales Argument, darüber habe ich heute kaum was gesprochen, weil aus der Zeitsouveränität entsteht auch die Menschenwürde, indem sie Sachen, die sie wirklich nicht mögen, ja, mit Partizipationsoptionen ablehnen können. Ja, dadurch entsteht ein Hebel, um dem Druck und Zwang auszuweichen, dem sie im Hartz-IV-System nicht ausweichen können. Das ist ganz wesentlich. Zweitens, ich stimme mit Ihnen auch völlig überein, dass das schon toll ist, dass Sie das immer reflektiert haben. Weil ich ja vorhin gesagt habe, die meisten sind eigentlich so sozialisiert, dass sie das akzeptieren, dass sie irgendwo fremdbestimmt arbeiten und das haben sie gut zu finden. Sie werden entlohnt, indem sie konsumieren können. Das ist ein sehr einfaches System, weil dadurch kann man ihnen ihre Zeitsouveränität, je nachdem wie viel Druck man hat, abkaufen. Und über Zeitsouveränität, wenn ich Leute befrage, sagen die meisten, oh, habe ich mir eigentlich nicht Gedanken gemacht. Und die, die sich Gedanken gemacht haben, nur im Sinne der Aufteilung der Freizeit. Ja, ganz interessant. Ja, also mit anderen Worten, sie arbeiten wirklich, um zu leben. Auch wenn man immer sagt, der Deutsche lebt, um zu arbeiten. Beides ist falsch. Ja. Man sollte eigentlich leben mit Arbeit, so wie sie der persönlichen schöpferischen Kraft entspricht. Das ist ganz bedeutend. Also diese Sinnstiftungsidee. Und Sie können sich vorstellen, dass mit Ihrer Argumentation, jetzt übertrage ich das mal auf mich, ich mich als Professor, der relativ gut das, was er beforschen will, im Rahmen natürlich seiner Fachausrichtung, da relativ frei ist, sich Sachen raussuchen zu können. Ja, also als ich das BGE gefunden habe, habe ich gesagt, jetzt steige ich wieder mehr in die Sozialpolitik ein. Ich war nur in der Wirtschaftspolitik drin. Da habe ich Sinnstiftung gesehen, weil ich gesagt habe, das könnte ein reformerisches Projekt werden in der Zukunft. Ich bin selbst überrascht, wie man feststellt, wie das eigentlich in den letzten 2 Jahren enorm an Dynamik gewonnen hat. Ja, also gestern war ich, wie gesagt, in Emmendingen. Das war höchst interessant. Das ist also eine Kleinstadt mit, glaube ich, einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Deutschland, also der Arbeitsbezirk Emmendingen. Und es war faszinierend, da haben Schüler nur ein paar Leute interviewt in der Stadt, was finden sie zu Hartz IV? Und tatsächlich haben immer mal wieder zwischendurch welche gesagt, ich finde das bedingungslose Grundeinkommen gut. Und ich saß da vorne und sagte, das darf ja nicht wahr sein. Ne? Die interviewen 7 oder 8 Leute und da kommt schon das bedingungslose Grundeinkommen zumindest als Möglichkeit aus den Bürgern heraus. Ich guckte die Politiker um mich rum an, die haben alle immer so ein bisschen gezuckt, ja, weil die ja eigentlich an einer modifizierten Hartz-IV-Logik immer noch dran hängen. Gell? Und ich war ganz freudig überrascht, dass so viele Leute schon anfangen, darüber nachzudenken. Und ich sage mir, wenn Sie am Ende des Tages, ganz egal, ob Sie für oder gegen das bedingungslose Grundeinkommen sind, wenn Sie die Fragen, die in dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens gestellt werden, für sich selbst mal reflektieren, dann sind Sie schon ein Riesenstück weiter als die Leute, die das fremdbestimmte Drucksystem eigentlich akzeptieren, weil sie einfach sagen, so sei unsere Arbeitswelt und es geht nicht anders. Ne? Ich glaube, so langsam stimmt es nicht mehr und man findet immer mehr Umdenkpotenzial. Und als zu mir vor kurzem jemand gesagt hat, das, was du da vorstellst, ist ja revolutionär, da habe ich gesagt, ja, ja, aber nicht im physischen Sinne. Also Sie müssen jetzt nicht dafür auf die Straße gehen. Wie gesagt, vielleicht kommt es auch noch. Ne, eine Aktivistin hat zu mir gesagt, ich hätte so nett übers BGE doziert, vielleicht sollte man mal ein Monday for the Social Future einführen. Ja, dann hätten wir 2 Tage in der Woche frei. Ja, und dann würden wir fürs bedingungslose Grundeinkommen auch noch. Ja, weil man ja, das sind die 2 großen zivilgesellschaftlichen Movements, sage ich. Vielleicht kommt noch Wohnen dazu. Wohnen als irgendeine Art von Grundrecht oder so. Das taucht ja auch als Problem auf. Aber ich sage mir, das, was Sie können an der Umweltproblematik, wie die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, ganz gut sehen, welches Problem aufs bedingungslose Grundeinkommen hat. Das bedingungslose Grundeinkommen kommt eigentlich aus der Zivilgesellschaft. Also es gibt Leute, die sind konservativ, Mitte, oben, unten, rechts, links. Überall findet sich, ich sage mal, eine Minderheit, die das BGE gut findet.
Zusammen sind die vielleicht schon die Mehrheit. Ne? In manchen Ländern sind es ja 73% quer durch den Gemüsegarten. Ich sage also, eine Konsensbildung scheint da im Prinzip möglich zu sein, wenn sich alle darüber genügend informiert haben, möglich. Aber es ist genauso wie bei Umwelt damals. Die Parteien haben in den 70er und 80er Jahren gesagt, Umwelt, was sollen wir damit? Wir gucken auf die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts und da bringt die Umwelt nichts. Ja? Das ist so ein externer Effekt, der ist eher lächerlich. Also ein Kollateralschaden. Ne? Und es hat eine Weile gedauert, indem auch die Politik das Thema aufgenommen hat. Und ich bin der großen Hoffnung, dass man aus der Umweltproblematik, ja, auch mit der Erderwärmung sieht, wenn das BGE was ganz Ähnliches im sozialpolitischen Bereich ist, dass es da zivilgesellschaftlich etwas schneller vorwärts geht als bei der Umwelt, weil man sieht ja bei der Umwelt, uns geht ja die Zeit langsam aus. Und ich hoffe, dass wir das BGE in irgendeiner Art und Weise hingekriegt haben. Und jetzt komme ich wieder auf diesen Donnergroll, bevor die Robots und die Krautsourcer kommen. Ja? Weil wenn die mal da sind und die werden nicht besteuert, die werden das verteidigen auf Teufel komm raus, dass die weiter nicht besteuert werden. Und dann kriegen sie die Besteuerung auch nicht mehr hin. Dann haben sie den berühmten Kampf von Warren Buffett, Arm gegen Reich. Und das wird dann ein großes Problem. Da versuche ich auch die zu überzeugen, die Roboter zu finanzieren, in der Lage sind, dass ich sage, wenn ihr was abgebt, dadurch schafft ihr erst die sinnstiftenden Möglichkeiten in der Gesellschaft für andere, dass die in dem System der Roboterisierung dabei bleiben und keinen Aufstand machen oder das in irgendeiner Art und Weise mal abwählen. Denkt mal darüber nach, ob ihr nicht durch so eine Abgabe im Sinne der Finanzierung des BGEs eure eigene Zukunft erstmal mitorganisiert. Dann wird die ganze Geschichte nämlich spannend. Und dann kann man denen übrigens auch noch sagen, den Leuten, die die Roboter besitzen, wenn bei euch die Roboter aus irgendeinem blöden Grund in die Luft gehen, habt ihr auch noch BGE. Wenn's Kapital futsch ist, könnt ihr auch noch partizipieren. Ja, das wird auftauchen. Es werden Roboter, die werden über Nacht veralten. Da wird es Fehlspekulationen geben, die kennt man heute noch gar nicht, behaupte ich mal. Und dann wird es spannend, dann wollen plötzlich Spekulanten BGE haben, ja? Und dann ist es unter Umständen zu spät, weil die erfolgreichen Roboter haben, sagen, nö, an Leute, die fehlspekuliert haben, das kennt man doch von der Marktwirtschaft, das ist denen ihr Risiko, die haben verloren. Ich glaube, so einfach geht es nicht mehr. Wir hatten noch hier eine Lautmeldung und die Dame hinten dran kurz hinterher, gell? Ja. Ich teile mit Ihnen die Sache, dass wir in der Umwelt eine sehr ähnliche Situation haben, die auch in den Parteien, ja quer durch die Parteien geht, die Umweltproblematik. Mhm. Übrigens auch die Migration ist in den letzten Jahren so ein Thema. Also wir haben drei bedeutende Themen, Migration, Umwelt und BGE, die quer durch die Parteien diskutiert werden und nicht mehr zwischen den Parteien. Das ist das Faszinierende an diesen Themen. Die Würde ist ja auch ein bisschen davon abhängig, in der Höhe des Grundeinkommens und Sie haben ja von dem partizipativen Grundeinkommen gesprochen, das Wort Partizipation fiel oft. Ich habe als Familienvater, ich habe 4 Kinder und noch 2 Pflegekinder, so in die Zeit des Erwachsenenseins hinübergeführt, zusammen mit meiner Frau. Und da macht man ja auch sich so viele Gedanken und ich habe den Kindern dann so mit auf den Weg gegeben und gesagt, wenn ihr mal in Krisenzeiten seid, dann kommt ihr nach Hause und wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr wohnen, ihr kriegt zu essen, ihr kriegt auch noch ein bisschen was anzuziehen. Aber wenn ihr dann das Grundstück verlasst und außerhalb des Grundstückes sozusagen euch wieder beteiligen wollt an Aktivitäten, ins Kino gehen oder sonst was, das müsst ihr euch dann schon durch Zeitungsaustragen oder so etwas verdienen. So, das war jetzt mal so die Gedanken eines Familienvaters. Und hier stellt sich eben die Frage, die Partizipation, da geht es ja um die soziokulturelle Teilhabe. Da ist für mich schon die Frage, ob wir haben ja jetzt Hartz IV als einen Wert, sagen wir mal 700, 800 Euro mit Wohnung für den Alleinstehenden. Wir haben ja beim Grundeinkommen ja keine Bedarfsgemeinschaft mehr, also jeder würde das bekommen, auch Rationalisierungseffekte durch gemeinsame Wohnung würden zu dem jeweilig zugutekommen. Wenn man jetzt davon ausgeht, wie hoch das werden muss, sage ich mal, wäre es nicht denkbar, das ist ja der Vorteil des Grundeinkommens, nicht des Grundeinkommens, sondern des bedingungslosen Grundeinkommens, dass ich ja was dazu verdienen kann. Also die kulturelle Teilhabe sozusagen mir durch Aktivität, durch Ehrenamt oder auch durch Arbeit oder so etwas verdiene.
dass ich sozusagen, dass das Grundeinkommen die Grundbedürfnisse abdeckt der Existenz. Da bin ich eigentlich noch so ein bisschen mit mir selber am Hadern, was nun der richtige Weg ist, hängt ja auch davon ab, wie hoch nachher die Finanzierung ausfallen muss. Da würde ich Sie gerne noch mal zu bitten, dass Sie sich dazu äußern. Okay, also in der Tat, was häufig vergessen wird, ist, dass das bedingungslose Grundeinkommen ja auch ganz bestimmte monetäre Anreize durchaus mit sich bringt. Also es ist nicht nur das, dass man intrinsisch versucht, besser abzusichern. Also die Wünsche, die aus ihnen selbst herauskommen, unabhängig davon, ob sie monetär entgolten werden oder nicht. Ein schönes Beispiel, das vielleicht für Sie indirekt ganz gut zeigt, wie die ganze Geschichte abgeht, ist beim Handwerk. Handwerker würden zuerst sagen, das habe ich mal vor der Westdeutschen Handelskammer auch vorgetragen, Handwerker würden zuerst sagen, das bedingungslose Grundeinkommen schafft ja das Problem, dass wir noch weniger Leute kriegen, also Fachkräftemangel größer wird. Da habe ich gesagt, genau das Umgekehrte würde das bedingungslose Grundeinkommen passieren, weil Sie können eine Ausbildungsvergütung draufstocken, einen monetären Anreiz. Nehmen Sie mal an, Sie zahlen 1.200, kriegen 1.200 BGE, dann kann der Handwerker durchs Umstieg aufs BGE das Handwerksunternehmen 2.400 zahlen. Das kann die Uni nicht. An der Uni bleibt es bei 1.200. Unter Umständen haben die Leute jetzt monetäre Anreize, zu sagen, ich gehe jetzt in die Handwerkerausbildung. Da ist ja die Entlohnung dank des BGEs plötzlich so hoch, dass ich mit einer Familie selbstständig prima agieren kann und plötzlich kriegen sie mehr Handwerker. Denken Sie mal darüber nach, das ist doch verdammt interessant. Und jetzt auf Sie bezogen, das ist natürlich manchmal ein Problem, wenn dann auch Substitutionsmöglichkeiten herangezogen werden, also Zeitungsaustragen ist ein bisschen blöd, weil das ein privates Gut, ne? Nehmen wir mal, ja, das ist vielleicht auch schlecht, in Ihrem Familiensystem müssten Sie vielleicht Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter was zahlen, damit die dann auch sagen, ich bin bereit, die Oma zu pflegen. Übernehme ich mal, weil sonst lernen die lieber vor die Schule, blödes Beispiel, oder machen vielleicht was Freizeitliches. Mit dem BGE sehen die das vielleicht anders. Da sehen die vielleicht die Anreize viel höher, sich um die Oma zu kümmern. Und plötzlich fängt die Überlegung der häuslichen Pflege ganz anders an. Man hat da ja auch schon erste Ergebnisse. Man vermutet ja stark, dass das BGE gesundheitsfördernd ist, weil sie jetzt plötzlich, ist doch klar, ich will jetzt nicht die häusliche Pflege in den Himmel regeln, aber plötzlich können sie sagen, meine alte Mutter oder mein alter Vater, das ist mir sehr wichtig, jetzt muss ich nicht mehr auf Teufel komm aus dem Erwerbseinkommen hinterherrennen, ja, um meine eigene Existenz oder meinen Lebensstandard zu sichern. Ich kann das BGE nehmen und pflege jetzt meine Mutter. Unter Umständen ist es besser als ein bezahlter Pflegedienst, relativ hoch bezahlter Pflegedienst. Und jetzt komme ich wieder zu der Grafik. Das ist wirklich sehr interessant, dass Sie diese Frage stellen. Da kommt da oben nämlich als nächstes Suffizienzfragezeichen. Ja? Also Sie zeigen zunächst mal Suffizienz, indem Sie sagen, ich pflege meine Mutter und verzichte dadurch auf Erwerbseinkommen. Das BGE habe ich ja nach wie vor. Aber was das Interessante ist, wenn Sie Ihre Mutter gut pflegen, wird die älter. Die konsumiert mehr. Ja, also ob Sie Suffizienz im Sinne, ja, das ist ganz interessant, ob Sie damit Suffizienz im Sinne weniger Ressourcenbeanspruchung, ja, hinkriegen, das ist eine offene Frage. Wenn das BGE die Leute gesünder macht, leben die ja länger und entziehen dem Wirtschaftskreislauf ja mehr Ressourcen. Ja, also es kann sein, das klingt paradox, aber ich finde es höchst interessant, es kann sein, dass Ihre Suffizienz dazu führt, ja, dass tatsächlich die Produktivität in der Gesellschaft zunimmt. Den Effekt kann ich nicht vorhersagen und ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist. Und deswegen, da war ja vorhin die Frage, wie passt das BGE zur Umwelt dazu? Das wird eigentlich eine interessante Frage. Es kann sein, dass Sie Suffizienz erzeugen, ja, aber der Ressourcenverbrauch wird durch die positiven Effekte aus der Suffizienz sogar noch höher, ja. Und da können Sie fragen, ist das ja was Gutes oder was Schlechtes? Weil eigentlich ist es ja was Gutes, wenn Sie durch Ihre Pflegeleistung dann ja hinbekommen, dass die Mutter besser lebt und länger lebt. Ne? Also das ist eine offene Frage, aber Sie stellen fest,
das Ziel der Bruttoinlandsproduktmaximierung spielt da keine Rolle mehr. Sie dürfen aussteigen und je nachdem, wie Ihre Mutter dann lebt, ja, haben Sie indirekt zur Bruttoinlandsproduktmaximierung beigetragen, weil die Mutter jetzt sagt, ich konnte echt doppelt so viel Hackfleisch wie früher. Ja. Und wenn das alle machen, steigt plötzlich der Hackfleischpreis. Das ist ein blödes Beispiel, aber Sie sehen, was dadurch passieren kann. Und dann sage ich, dann ist es halt so. Ne? Aber das, dahinter steckt ein Gesundheitseffekt und darüber sollte man sich freuen. Aber Sie sehen, Suffizienz ist dann gar nicht mehr so einfach, wie Ihnen die Degrowth-Theoretiker, also die Postwachstumstheoretiker, versuchen zu verkaufen. Weil wenn Sie durch weniger Stress gesünder leben, ja, konsumieren Sie vielleicht in der Länge mehr Ressourcen. Vielleicht auch weniger, ich kann es nicht vorhersagen, aber vielleicht kann das ja mal einer berechnen. Jetzt tatsächlich die letzte Frage und dann kommen wir bald zum Schluss. Also ich fasse mich ganz kurz, ich wollte auch nichts fragen, ich wollte nur das sagen, weil das vorhin aufkam, dass inzwischen schon zwischen 47 und 42% der Deutschen fürs BGE sind. Und ansonsten wollte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie so kurzfristig mit so einem sehr kompetenten Vortrag eingesprungen sind. Dankeschön, freut mich, dass der Vortrag Ihnen gefallen hat. Ja, ich danke sehr für die Fragen. Das waren kritische, aber auch ermunternde Fragen, dass man hier die ganze Geschichte kritisch, aber wohlwollend reflektiert. Ich glaube, so muss es sein, wenn man nach Alternativen für das jetzige System sucht, wo fast alle sagen, so richtig zufrieden sind wir damit nicht. Warum soll man nicht nach Reformoptionen suchen? Und ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Reformalternative, die immer noch unterschätzt wird. Und deswegen versuche ich dazu beizutragen, durch eine Weitertragung der Diskussion und auch der Ideen, die dahinter stecken, die Reflexion so, sagen wir mal, anzuheizen, dass die Leute auch wirklich wissen, was die Grundidee der ganzen Geschichte ist und was sie für die Gemeinschaft an Positivem, vielleicht auch an Kritischem bringen kann. Dann machen wir an der Stelle Schluss. Nächste Woche zur Erinnerung.